Pass auf, die 1 und die 70 sind Konsonanten und sogenannte lautlose Konsonanten. Wie muss ich das verstehen? Ich mache jetzt ganz kurz. Konsonant ist zum Beispiel ein... Das ist nur so ein Knacklaut. Ich erinnere an den Film Die Götter müssen verrückt sein. Diese kleinen heiligen Menschen noch. Wenn du da zuhörst, das ist afrikanische Ursprachen, die sprechen nur Konsonanten. Die reden so, die sind noch in der Heiligkeit. Aber jetzt, um was in die Zeit zu, diese Punkte, das sind nur Augenblicke, die aneinandergereiht waren. Um die flüssig zeitlich auszusprechen, muss ich einen Vokal dranhängen. Darum sage ich zum Beispiel nicht P, sondern P. Du sagst zum Beispiel nicht K, sondern K. Das ist das K. K. Du hängst praktisch im Vokal mit dran. Wenn ich jetzt nur Konsonanten habe und die Hebräische ist ja eine reine Konsonantenschrift. Ich sage, jetzt gibt es Ausnahmen. Die Ausnahmen sind jetzt genau genommen das Aleph und das Ayin, aber das heißt auch Elef oder Oin, weil das lautlose Konsonanten sind. Das sind Konsonanten, aber lautlos. Also nochmal, ein Konsonant mit Laut ist ein K. Wie sieht jetzt das aus mit einem lautlosen Konsonanten? Wenn ich K sage, sage ich A, K und der lautlose Konsonant Aleph ist der Konsonant selber lautlos. Das heißt, du machst bloß den Mund auf, das ist das Aleph. Und so wie du an den K ein A dranhängst, K, machst du den Mund auf und sagst A, weil du nur den dranhängenden Vokal hörst. Der Konsonant ist aber nur das Mundöffnen. Darum existiert das Aleph nicht. Darum beginnt die Bibel mit einem B. Dann haben wir übrigens wieder B. Das A steht im Hintergrund, das ist das Mundöffnen. Und ich kann jetzt nur an eine Szene erinnern, jetzt denken wir uns an Weinreber aus. Der hat ein Buch, ein dickeres Buch geschrieben, der geht ja normal nur Zahlenwerte und Zahlengruppierungen, wenn man mal Weinreb gewesen hat. Muss man natürlich jetzt wissen, weil die Ordner sind in dir drin, durch Neugier könnt jetzt das hochholen. Und es gibt ein allereinziges Buch vor ihm, wo er wenn auf die Vokalisation eingibt. Es gibt sehr unterschiedliche Vokalisationen. Askenasische Vokalisation, savadinische Vokalisation. Drum ist immer wieder bei der Aussprache, ich mache das immer sehr flexibel, was viele verwirrt. Manchmal heißt es Barashit, Bara Elohim, Beroshit, auf Askenasisch Boroshit. Und wenn ich jetzt zum Beispiel El Hayom sage, es steht ja bloß A, jetzt wenn wir deutsche Buchstaben nehmen, A, L, H, I, M. Manche sagen Elohim, El Hayom. Das sind nur die Konsonanten, kann ich sehr unterschiedlich aussprechen. Die Konsonanten B, N, M kann ich Penim, Panim, Pinum, Bunim. Ich kann Vokale dran setzen. Unsere Vokale, die wir im Deutschen benutzen, ich mache mal zuerst die einfachen Vokale, ist A, I, U, U. Jetzt pass auf, wenn wir die geschlossene Schöpfung haben, jetzt machen wir ein Urknall. Das beginnt mit einem Aleph. Ich sage immer, das ist jetzt, bevor es eigentlich knallt, bevor Geräusche da sind. Ich mache im Mund auf. Jetzt mache ich im ersten A, E, I, O, U. Fällt euch was auf? A, E, I, O, U. Das ist die Weisheit rot. Wenn ihr meint, es ist Zufall, nee, das hat sich einer ganz, ganz bewusst ausgedacht. Weil er bescheiden hat, das war wirklich ich. Dass jetzt ich nicht dieses Pixelmännchen, der Udo oder was auch immer ist, diese Figur in deinem Traum ist, klar. Weil der muss ja auch was, ist ja auch was Ausgedachtes. Also du bist dem eigentlichen Ursprung, bist du wesentlich näher wie ich. Jetzt habe ich ihn Udo gemeint. Also gut, das Aleph habe ich erklärt. Jetzt wenn wir, schön hätten wir mal einblendet auf Wikipedia einfach mal über Phonetik. Dann hast du eine Seitezeichnung von einem menschlichen Schädel mit dem Rachen, mit den Lippen und das ist durchnummeriert und dann wird hier genau aufgeklärt, wo irgendwelche Geräusche, die du als Trockennasen auf dem ausstehst, wo die entstehen und wie die erzeugt werden. Jetzt haben wir aber noch die 70. Die 70 ist auch ein sogenannter lautloser Konsonant, ist ein Guttural.
Wie muss ich das verstehen? Du musst dich nur dich selbst als Trockennasenaffen ausdenken und dann mal in dich reinschauen, wo eigentlich diese Geräusche entstehen. Und ich flechte nochmal mit ein, ganz genial wird es dann erst im Sanskrit dargestellt, dann habe ich aber wesentlich mehr Geräusche. Jetzt sieht es so aus, ich mache einfach mal mit, ich mache jetzt dasselbe nochmal. Also das Mundöffnen, diese Lautlosigkeit, ist es Aleph. Und ich sage jetzt nochmal Vokale, ich spiele mal die kleine Vokalpalette durch. A, E, I, O, U. Wenn ich jetzt das nochmal mache und ich beobachte mich und ich mache das nicht gleitend, sondern konsonant, werde ich feststellen, dass ich permanent bei jedem Wechsel von einem Vokal zum anderen ständig was öffne und wieder zumache, nämlich die Gurgel. Darum nennen wir das Gutturallaute. A, E, I, O, U. Voraussetzung ist aber, dass ich vorher das Aleph den Mund aufmache. Und dann öffne ich hinten innen A, E, I, O, U. Das heißt, ich dieses hinten aufmachen, das ist die 70. Ich sage immer, ich könnte euch so viel erzählen, wenn wir ins Detail gehen. Ihr habt keine Ahnung, wie oberflächlich mir zurzeit sind, dass ich euch zuerst einmal höre, was ihr eigentlich seid. Und wenn man jetzt denn dann in die Lateinischen wieder die Fachbegriffe in der Phonetik ist, wie die Fachbegriffe in der Medizin, wenn du die mit Holofeeling über die Vordersprache umsetzt, wirst du feststellen, dass du wirklich ein, so wie ein Computer funktioniert, wird diese extrem echt erscheint. Was ist echt? Weißt du, dieses Gefühl für in der materialistischen Erziehung sind sinnlich wahrgenommene Bilder, die du echt nennst. Die ist klar, dass ein Computerbild nicht echt ist. Ich so, was ist das für ein Blödsinn schon wieder? Max, ich drehe schon wieder die Seite. Das ist doch eine hundertprozentig echte Fotografie. Ob ich die jetzt darstelle mit Lämpchen, mit leuchtenden Lämpchen oder mit Farbspritze auf dem Papier, gibt es überhaupt ein unechtes Bild? Die Definition unecht ist schon wieder, dass ich mir denke, da wurde ein Bild in der Vergangenheit gemacht. Das ist im Hintergrund, das musst du dir bewusst machen. Und ein echtes Bild ist eins, das gemacht wurde und du siehst es dann so. Oder das dann manipuliert wurde, das nicht so ist. Und jetzt sehe ich schon wieder voraus, dass da außen eine Wirklichkeit ist, die ich festhalte in irgendeiner Art und Weise. Und das Bild, das dann das festhält, was da außen ist. Das ist ein echtes Bild und das, wo dann als Zwischenschritt was verändert wurde, was da außen nicht ist, aber auf dem Bild dann drauf ist, das ist ein falsches Bild. Aber sind das nicht alles bloß Definitionen? In Weißenbruch erkläre ich, ein Bild ist ein Bild. Da habe ich doch die schönen Sachen mit den Filmen, wo ich einspiele, mit der Flut. Wo ich sage, echte Bilder. Und jetzt ist es mit den neuen Computerfilmen, wenn du Kinofilme anschaust, das ist überhaupt nichts mehr echt. Ja. Das werde ich immer, das ist übrigens 1999 mit der Matrix losgegangen. Das war ein Thema in meinem Almener-Vortrag von 99. Da ist übrigens hier die Matrix im Kinofilm, das ist dann eigentlich erst gekommen, das ist also, der war eigentlich noch gar nicht richtig da. Und dann sage ich, das ist immer Matrix 1, Matrix 2, Matrix 3. Keiner, wir gehen jetzt einmal, wir informieren uns und gehen einmal so in die Kritiken rein und da ist das, dieser Film Matrix hat zwei Besonderheiten. Die erste Besonderheit ist, er war philosophisch gesehen, was mitgeteilt wurde, eine Sensation. Das ist die einhellige Meinung der Kritik. Das zweite ist, filmtechnisch ist auch eine Sensation gewesen. Rein vom Filmtechnischen wurde hier vollkommen neue Animationen ins Leben gerufen, die vorher Matrix nicht gegeben hat, wo eine Lawine an Kopien ausgelöst haben. Es ist ein vollkommen neues, ich nenne es mal ein vollkommen neues Kamerasdesign durch die Matrix in die Kinowelten kommen, bis hin zum Schreck. Dieses berühmte bei den Kämpfen, dass einer hochspringt, in der Luft stehen bleibt und das sich rumdreht. Das Einfrieren. Was dann dieses Einfrieren, wo ich dann auch gesagt habe, wo dann selbst in Fernsehsendungen wie Let's Dance, wo man sich die Frage stellt, wie machen die das, dass Musik läuft, die tanzen, dann springt einer hoch, dann fährt die Kamera um den rum, wenn er in der Luft ist, er fällt wieder runter und es geht voll im Takt der Musik weiter, bis man dann die Lösung hat, es ist immer wieder Zeichen in Quadrat mit drei Strichen. Und das ist auch dieses Making-of. Ist eine riesengroße Falle, weil du dadurch nicht das raumzeitliche Logik verlässt. Du kriegst für etwas, was oberflächlich betrachtet unmöglich erscheint, so eine primitive Erklärung, wo du sagst, ist eigentlich logisch, nachdem du die gehört hast. Aber jetzt die Making-of in den Filmen verstärkt noch dieses Gefühl, dass trotzdem eine Welt da außen ist und man kann das bloß dann hier künstlich darstellen. Und ich sage, die Welt da außen gibt es überhaupt nicht. Das ist ja die große Schwierigkeit, dass zum Beispiel hier immer wieder, wenn wir Kinofilme nehmen, die jetzt in deinem Speicher mehr oder weniger bekannt sind, ob wir Inceptions nennen, Traum in Traum in Traum
Oder so 13 Floor, Computerprogramm oder alle ähnlichen Filme, wo es gibt. Ist eine große Schwierigkeit, dass in den ganzen Filmen immer offen gelassen sind, der Kreisel in Inceptions. Bin ich jetzt schon in der Wirklichkeit oder träume ich noch? Ja. Bin ich jetzt schon in der Wirklichkeit oder bin ich noch in einem Computerprogramm? Was hier nicht in Frage gestellt wird, in den ganzen Filmen, die diese Thematik aufgreifen, die ich übrigens selber erschaffen habe, weil die, die jetzt gemacht haben, sind ja schon wieder welche, die du dir ausdenkst. Und ich lasse dir das jetzt denken. Immer dran denken, du stehst hierarchisch eine Stufe über das, was du dir ausdenkst, egal an wen du denkst. Ein Sokrates, den du dir jetzt denkst, den du dir nur denken kannst, wenn der auf deinen Schwamminhalt, in deinem anerzogenen Wissen drauf ist. Der ist, wenn du ihn denkst, so wie dein Programm dir das vorschreibt, wie man dich programmiert hat. Und er wird das gesagt oder getan haben, mein Einstein immer, wenn du Einstein hörst, dann ist das für dich ein großer Physiker. Und hätte man dir in der Schule erzählt, dass das ein ganz berühmter Bäckermeister ist, der den Einstein-Striezel erfunden hat, dann wäre, wenn du an Einstein denkst, dann an Bäckermeister denken. Es gibt in der Vergangenheit nichts. Es war in der Vergangenheit nie was, auch ein Hitler, eines der größten Symbole, die es überhaupt gibt. Das geht einfach mit. Wir machen ein Erklärungsmodell für das, was bisher da war, bloß eine andere Grundlage. Aber merkst, jetzt gleite ich schon wieder weg, wir waren bei den Tönen. Dass du jetzt hier, wenn du das durchspitzt, wie Töne entstehen, die ganzen Lautwandlungen, haben wir gerade gehabt mit Karkow, dass jetzt ein Unterschied ist, ich gehe wieder zurück, Bleinfeld-Vortrag 1, wo ich oft sage, wir denken uns jetzt zwei Menschen aus, sprich, ich denke uns zwei Computer aus, der eine hat auf seinem Bildschirm was und wird es auf einen anderen Computer übertragen, haben wir zwei, nur eine Möglichkeit, er muss in Form von Worten Daten rüberschieben und erst wenn dieser zweite Computer aus den Worten dieselben Bilder macht, wird es von dem Bildschirm auf den Bildschirm übertragen. Das Daten rüberschieben, wenn wir das jetzt rein Geräusch mit Geräuschen machen, wirst du feststellen, dass wenn ich jetzt Worte ausspreche, ist es ganz anders, wie wenn ich jetzt die Worte übertrage. Das heißt, ich kann jetzt dir was rüberschieben, indem ich einfach eine Tafel nehme, die du anschaust, und da steht was drauf, und dann hast du das Wort in dir drin, wenn ich der Ausgangscomputer bin. Das zweite wäre, wir machen es über Geräusche, dass ich das Wort ausspreche, das hörst du, und dann ist das Wort auch in dich drin. Aber da geht das Ganze schon los, dass ich immer wieder sage, wir machen einfach mal das Wort Christ. Wenn ich jetzt auf die Tafel Christ drauf schreibe, kann ich von hier CH hinsetzen und du wirst Christ hören. Ich mache Christ, dieses Geräusch. Auf die Tafel kann ich aber den ersten Buchstaben mal K machen oder Kopf ein Q machen. Es wird geräuschtechnisch immer Christ ausgesprochen. Also du merkst schon, dass die Übertragung in sichtbaren Worten wesentlich präziser ist wie nur das Geräusch, das ich aus den Worten heraushebe. Und darum sage ich, zuerst einmal, in allen Sprachen der Welt, wenn mir ein Wort nimmt, wenn das gleich klingt, dann hat es schon mal miteinander zu tun, weil die Welt auf diesen Lautwesen aufbaut, in dieses Dochheim, in Altgriechisch sind Schöpfungslaute. Und wenn ich jetzt wieder Griechisch ausspreche, muss ich gleich wieder sagen, ich habe meine Griechenbuben, habe ich früher schon gehabt, die hatten keine Ahnung von Griechisch, obwohl die Muttersprachler Griechisch sind, weil ich ein extremes Altgriechisch dann ausspreche. Das zum Beispiel sage ich mal bei dem Wort Wahrheit. Das Wort Wahrheit ist ja auf Griechisch, ich sage Aleda. Aledea. Okay? Wenn jetzt ein Grieche da ist, der kriegt das gar nicht mit, weil die sagen Aletheia. Für die ist das T, ist die 9, ist ein TH. Sagen wir im Englischen. Ein TH, die sprechen, das Neugriechisch ist der 9. Also gematrisch die 9, ist TH ausgesprochen Aletheia. Ich sage Aledea, weil da steht A-L-E, ich spreche es, wie ich es ausspreche, Aledea. Wenn man jetzt ist, das ist das griechische Wort für Wahrheit, auch Neugriechisch, aber Altgriechisch ist das ganz interessant. Jetzt interessiert uns einmal die altgriechische Etymologie. Und da in jedem Etymologiebuch steht drin, bei dem Wort, das kommt von Alede. A, Vorsilbe Griechisch, ist eine Verneinung und Lede ist die Göttin der Vergessenheit. Und die Wahrheit, Elithia, Aledea, ist Alede, das heißt nicht vergessen. Wir sagen mal definitiv, alles, was du jetzt nicht denkst, hast du vergessen, das ist in der Einheit. Und sobald du was denkst, nur wenn du was denkst, beginnt in dir eine Information zu existieren, die du ja jetzt nicht vergessen hast, weil die ja existiert. Die ist nicht vergessen und darum ist es deine Wahrheit.
Spannend, ne? Ja. Das ist diese, nicht dieses, in allen Etymologiebüchern, wenn du nachschaust, wird Elysia Paledea als nicht, die Wurzel ist nicht vergessen. Es wurde nicht vergessen, weil sie jetzt im Moment existiert. Gut, aber Moment, jetzt behaupte ich, das ist zwar richtig, aber sobald was richtig ist, ist es auch verkehrt. Wenn wir drüber stehen, aber nur ein bisschen. Man kann es sich einfacher machen, indem ich im Wörterbuch einfach mal, wenn ich immer sage, gib die Anfangsradix ein. Das habe ich gerade erzählt, in unserem Chat hat die Liliane, die ich mir jetzt ausdenke und mache jetzt wieder vergessen, ein Erklärungsmodell, weil ich in der normalen raumzeitlichen Logik spreche. Da kopiert sie aus einer Offenbarung was raus und dann geht's, um was es geht, geht gar nicht, oder sage ich, das ist ein Androgyn. Und dann erklärt sie was dazu, was immer ganz nett ist, auch richtig ist, ein bisschen. Was ihr dann schon feststellt, einmal ungeachtet dessen, dass das Wort Androgyn in der Stelle verkehrt geschrieben ist, weil ich habe das mit einem harten T geschrieben und das Wort Androgyn, das griechische Wort, das geläufig ist, schreibt man mit einem weichen D, mit einem Delta auf Griechisch, Hebräisch mit einem Dalet. Buchstabe Ziffer 4. Okay? Und ich habe da in der Stelle, habe ich das mit Androgyn geschrieben und dann sagen dann wieder viele, muss jetzt erst einmal, bevor ihr den Mund aufmacht, sollte jetzt erst einmal wissen, wie man die Worte richtig schreibt. Ich sage immer, woher nimmst du die Arroganz, dass du meinst, dein momentanes Rechtschreibregelsystem ist das einzig Richtige? Ja, ja. Ich habe, am ganz am Anfang hatte ich so viele Lehrer, wie die Offenbarungen rausgekommen sind und die haben sich dann so dran gestört, dass da so viele Rechtschreibfehler drin sind. Und da habe ich gesagt, das ist ganz interessant. Es würde keiner auf die Idee kommen, wenn er original Paracelsus-Schriften oder Luther-Schriften liest, denen vorzuwerfen, dass das total Idioten sind, weil die ja, ja nicht einmal richtig Deutsch können, dass da vielleicht zu allen Zeiten eine andere Rechtschreibnorm da ist und du schon wieder deine, die dir logisch und richtig erscheint, absolut setzt und alles, was deiner angetrichterten Norm entspricht, dass die sich ständig verwandelt, die Rechtschreibung. Das ist ja wie eine Toleranz, wir müssen da mal größere Bereiche sehen. Aber ich habe jetzt dann hier ganz kurz, wird er vielleicht sehen in dem Chat, das ist übrigens eine Vollkomma, dass ich jetzt einfach griechisch Wörterbuch nehme, das habe ich dann reinkopiert und dann habe ich hingeschrieben Andro, und zwar nur die Anfangsbuchstaben, ich mache jetzt das nicht auf Griechisch, A-N-T-R. Und zwar haben wir im Griechischen, ja, wenn ich jetzt den T-Laut nehme, haben wir zuerst einmal zwei harte T wie im Hebräischen, das ist die 9 und die 400, im Griechischen ist es S. Die, das Tat, Taf, Tau, okay, Teta, Dalet, der Dalet, Entschuldigung, jetzt komme ich ganz durcheinander. Unser Tet, haben wir ja die 9, haben wir im Griechischen ja auch, und das Taf, das Tau, haben wir ja zwei HDTs. Und ich erkläre immer wieder, dass die 400 im Hebräischen, das wäre jetzt in, nicht zahlentechnisch, aber im Griechischen wäre das das Tau, ist ja im Hebräischen das Taf, dass das steht für eine, symbolisiert eine Erscheinung. Die 9, unsere 9, das T, ist eine Spiegelung. Jetzt, wenn ich was, dass ich in einen Kristalltetraeder, wenn wir diese Metapher nehmen, ist jede Erscheinung, die ich sehe, schaue ich in einen Blickwinkel rein, ist eine Spiegelung. Da vorne steht der Spiegel. Zack, zack, zack. Das heißt, sobald ich in eine Facette reinschaue, diese Erscheinung ist eigentlich eine Spiegelung, weil ich denke es mir aus und es kommt wieder in meinen Kopf zurück. Gut? Jetzt haben wir aber noch das weiche D, ist ja auch ein T, T, D. Das heißt die Öffnung. Und jetzt, wenn du ganz auf eine tiefere Ebene gehst, dass jede Erscheinung, die du siehst, muss ich in dir was öffnen, das letztendlich eine Spiegelung ist. Drum ist es der T-Laut. Den magst du übrigens. Jetzt können wir wieder mit dem oberen Rachenraum und mit der Zunge. Dann hast du sogenannt dein N, die Existenz. Das N. Was du feststellen, du kannst es ohne die Nase. Versuche mal, halt dir die Nase zu und sag N. Das ist ein Nasallaut. Es ist jetzt nicht Zufall, dass wir den Kopf so haben, wie er ist. Das Trockennasenaffen, das sind Sprechwerkzeuge, das sind Schöpfungswerkzeuge. Du brauchst für ein N, blau gelesen, für die Existenz brauchst du die Nase. Nase wiederum hast ab, das schreibt sich ab oder af ausschrieben, also 1,80. Dasselbe Wort, die Nase. Ab heißt auch Zorn. Zur haben wir doch gerade schon gehabt, heißt zu Form werden. Genau. Jetzt ist es, wenn wir ein Gesicht haben, ein Panim, haben wir auch ein Penim, ein Inneres. Und wenn wir was aus dem Inneren herausschauen lassen, schau mal, Spiegelung, brauchen wir die Nase.
Das sind an der Seite sind nämlich zwei Facetten, mhm. F, und die sind beide, die zwei Facetten sind Lüge. Die Nasenflügel, Flügel. Ja. Deutsch übrig. Deutsch ist so wichtig, merkst du, ohne Deutsch geht nichts. Wenn du nicht Deutsch denkst, wirst du das nicht verstehen. Es wird niemals irgendein Geist, der nicht die Deutsche, die Vatersprache versteht. Das ist alles, ob das Griechen sind, ob das Türken sind, es sind alles ausgedachte Sachen, auf deutschen Geist, auf göttlichen Geist aufbauen. Und nochmal, ich rede jetzt nicht von den Ländern, die sind eh alle wurscht. Das sind Gedanken, ob du in Deutschland denkst, selbst ein ausgedachter Gott ist ein Geschöpf. Heute Morgen habe ich schon erklärt mit dem Opfer. Ist dir schon mal aufgefallen, das Schinnopfer macht die zwei Bündchen über den O weg? Hast du das Opfer? Man muss sich immer selbst in sich selbst opfern. Der Aufbau. Jetzt ist es ab. Die Nase ist ja das, was vor dem Gesicht. Ja, ja. Obwohl es ja da außen nichts gibt. Bei einer VR-Brille kann ich jetzt durchaus mir da zwei Wände vorstellen, aber hier ist Schluss. Das sind die zwei Quadratflächen. Jetzt wird die Verknüpfung der Sprache, der Physik, bis hin, wie Geräusche entstehen, wenn du Laute draus machst. Das ist übrigens laut. Das heißt zu einem Zeichenwert. Weil AOD heißt Zeichen auf Hebräisch und das L vorher heißt zu werden, zu einem Zeichen werden. Das heißt, wenn ich erzähle dir jetzt etwas, da sind die Zahlen schon mit drin, weil die Laute ja auch Zahlen sind, ich erzähle dir was und diese Laute werden jetzt zu Erscheinungen, zu Zeichen, die du selber in dir zeichnest. Jetzt können wir da einen Schritt weiter gehen, dass ich jetzt auch, jetzt machen wir mal ein bisschen geometrisch. Jetzt wäre es natürlich wirklich wichtig, dass wir einen Geometrie-Explorer hätten, weil ich habe gerade schon erklärt, es ist ein Riesenunterschied, wenn du ein Lied hörst und du hörst den Text, mir sagen wir, es ist kein Bild dabei, und ich lasse den Text mitlaufen, dass du das geschriebene Wort siehst. Viele, die leicht anfangen, hier Vordersprache aufzufächern, wird dir jeder bestätigen, dass das nochmal ganz anders ganz ist, wenn das geschriebene Wort mitläuft, wenn du mal die ersten Grundwurzeln kennst dieser Vordersprache. Wenn das mitläuft, siehst du wesentlich mehr Informationen, wie wenn du nur oberflächlich auf den Deutsch, auf den Lauttext hörst. Und jetzt ist es, wir machen jetzt mal, jetzt gehen wir mal ein bisschen in die Geometrie. Wir denken uns Jesus mit seinen 12 Jüngern. Berühmtes Bild. Wir haben den Jesus und die 12 Jünger und wir machen jetzt mal, wir denken uns, die sind ja 13. Und jetzt kommt was, das ist übrigens, jetzt könnte ich wieder sagen, jetzt denke mal Vergangenheit in der Schule, das haben schon alte Geometriker gefunden, eine schöne Zufälligkeit, wir denken uns jetzt mal ganz einfach, könnt ihr ausprobieren, wir nehmen 13 Billardkugeln. Wir nehmen jetzt eine Billardkugel und die anderen 12 kleben einfach mit einem Sekundenkleber, kleben an diese eine Billardkugel, kleben wir die erste Billardkugel dran. Dann nehmen wir die nächste, die da mal unmittelbar aneinander rücken und du wirst jetzt feststellen, dass wenn du eine Billardkugel nimmst, die anderen 12 Billardkugeln, wenn du die drumherum klebst, dass die lückenlos ineinander genau die 13. einhüllen. Diese 13. in der Mitte, die erste. Jetzt ist ja die erste Kugel, die wir nehmen und wir kleben dann eine drauf, dann die nächste immer aneinander stoßen, immer aneinander stoßen. Das ist eine Bild, was in Weißenburg gehabt hast. Es ist also so, dass diese 12 drumherum lückenlos diese 13. einhüllen. Rein zufällig, der Zahlenwert des hebräischen Wort für 1, Echad, ist 13, in Zahlen geschrieben. Auch die Liebe, rot geschrieben, ist auch 13, aber. Und es wird von der 12 eingehüllt. Und diese 12 wiederum, wenn wir jetzt dann, jetzt könnte ich, aber was mir jetzt wichtig ist, dass wir jetzt diese 13 aber ganz anders sehen. Jetzt kommen wir in eine tiefere Struktur. Jetzt kommen wir von dem, ich lerne dir, wie man mit einem Programm, wo man 3D-Filme programmiert, lerne ich dir das Programm, mit dem man 3D-Filme programmiert. Jetzt machen wir die Zahl 13 und da gibt es auch so Spielereien. Wir können jetzt einfach mal die ersten 13 Zahlen addieren. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 bis plus 13 ist gleich und jetzt kriegst du 91. Und jetzt, das lasse ich jetzt einfach mal stehen, weil das müsstet ihr sehen. Jetzt gehen wir in unseren Geometrie-Explorer. Jetzt hast du mal äußerer Wert 91 ein und dann werden natürlich alle hebräischen Wörter mit 91 Gesamtwert, äußerer Wert ausgedruckt und das kannst du jetzt nacheinander lesen, das ist ein Klartext. Das Einfachste, wenn man das jetzt nicht weiß, ich kann schon mal blau lesen, ich habe die Zahl 91 in zwei Zeichen darzustellen, kann ich ja das Zade und das Aleph schreiben bzw. Aleph und Zade schreiben. Ich kann das ja rumdrehen, beides ist ja 91. Und dann kriegst du jetzt hier die 91, das Zade Aleph, ZA heißt herausgehen.
Das ist einmal der Überbegriff, das hast du mal heraus, das heißt herausgehen. Übrigens, als Hauptwort Dreck. Jetzt lacht dich die berechnete, die Generation in einem Eck an. Ein DR-Eck, das heißt, was ich mir ausdenke, mein Kristallspiegel, was aus mir herausgeht, sind alles Generationen. Es kommt ja immer wieder zurück, es sieht ja nur der Geist in der Mitte. Okay? Das heißt, die Generationen gehen aus dir heraus, können aber dich selber gar nicht verlassen. So wie die Wellen aus dem Meer zu existieren, auftauchen, aber das Meer selber ist es immer untrennbar mit der Quelle verbunden. Selbst wenn man dann zu Wolken, was ich sage, das ist ganz alles vergessen, da außen ist nichts. Ja. Es gibt keinen Gedanken ohne einen Denker. Nein. Und du musst jetzt komplett das chronologische Denken verlassen haben, dass ich sage, wir müssen von dieser longitudinalen Sichtweise, dass wir zu rücksichtsvoll sind. Wir werden jetzt erst einmal rücksichtslos, weil ich begreife, alles, was ich mir jetzt in die Vergangenheit denke, ist jetzt eine Information in meinem Kopf. Es war nie in der Vergangenheit. Es existiert auch nicht, wenn ich es nicht denke, obwohl es als Seinsmöglichkeit da ist. Dasselbe gilt für die Zukunft. Jetzt kann man das umdrehen. Dann kann man jetzt Aleph-Zahre nachschauen. Dann wirst du wieder Worte finden. Und die dann wir dann nochmal rückübersetzen und dann wirst du feststellen, dass das eine Geschichte erzählt, eine zusammenhängende Geschichte, wesentlich präziser wie das, was die Physiker Genauigkeit nennen. Und umso mehr du dich interessierst und in diese Richtung stochastisch denkst, wirst du immer mehr feststellen, dass es nicht geht, sich den Kopf zu zerbrechen, was richtig und verkehrt ist, sondern was ist das Ganze, das drüber ist. Und dann kommst du sofort in einen Bereich, der nicht mehr vorgestellt werden kann. Du kannst immer nur von oben nach unten sehen, aber nicht von unten nach oben. Und jetzt ist ja der Trick, wenn ich das Kegelbeispiel nehme, dass ich jetzt absichtlich dich im Denken, darum sage ich das Flatland, du stellst dir jetzt vor, du könntest nur zweidimensional wahrnehmen und die dritte Dimension gibt es für dich nicht. Dann kannst du Kreis und Dreieck nicht verbinden. Das ist für dich ist der Kegel nicht vorstellbar. Okay, wenn du jetzt den Kegel kennst, den kannst du dir ja vorstellen, komischerweise diese 3D. Aber auch übrigens alles in den Selbstgesprächen, in den höheren Schriften wird es komplett, da wo du mich gefragt hast, die Adresse ist das alles bis ins Detail beschrieben. Das sind einige tausend Seiten. Und jetzt kommt natürlich noch was Erschwerend dazu, dass jeder Satz, wenn, vor allem wenn die Rot-Blau-Schriften losgehen, ist in sich selber nochmal gezippt. Da steht zwischen den Zahlen wesentlich mehr mit, wenn du die einzelnen Worte permanent aufwiderierst. Es ist streng arithmetisch absolut göttlich perfekt. Das Erste, was dahin geht, ist alles, was du bisher geglaubt hast, was du geistlos nachquatscht, wie irgendwas richtig ist, was auf deinem Schwamminhalt drauf ist. Das ist nur das Programm. Und Programme wiederum können nur funktionieren mit einem Betriebssystem. Und die wiederum brauchen einen Computer. Jetzt kriegst du dann die rote Ebene schon, die wir jetzt symbolisch uns ausdenken, weil um zu kommunizieren, wenn ich Bilder in die auftauche, reden wir schon von vergänglichen Existenzen. Das klingt so unheimlich kompliziert. Solange in dir noch materialistische, religiöse, dogmatische Logik ist, solange du zuhörst, dieses Ewige, das verstehe ich nicht. Ich sage, da gibt's nichts zu verstehen. Okay, mach dir bewusst, dass du jetzt hundertprozentig sicher bist und ich ersage das den Geist, der jetzt dieses Gespräch erlebt, der sich den Udo ausdenkt. Schau in dich rein, ich sage, mach dir bewusst, was du glaubst. Und der Glaube, den du in dir trägst, das ist nicht deine Meinung und es ist nicht deine Glaube, das ist der erste große Fehler, es ist die Meinung und der Glaube, wenn wir jetzt wieder zeitlich denken in deiner Logik, deiner Lehre und deiner Erzieher. Mein Schwammbeispiel. Es ist komplett austauschbar. Wenn du das demütig annimmst, wirst du feststellen, egal mit wem du dich streitest um einen Standpunkt, ob das politisch ist, ob das religiös ist, mach dir eins klar, wenn du als Baby diese Erziehung und Schulbildung genossen hättest, hättest du dieselben Dogmen wie der und dann würde dir das, was dir jetzt die Haare zu Berge stehen lässt, wenn du seine Logik zum Denken benutzen würdest, dieses Programm wäre dir das vollkommen logisch und dir würden die Haare zu Berge stehen bei der Scheiße, die du zurzeit glaubst. Weil diese ständige Kritik, diese Bewertung, da kann ich so oft sagen, wenn in deinem Traum irgendwer auftaucht, irgendeine Figur, und diese Figur kritisiert etwas, bewertet etwas, ist es immer ein Vergleich mit einem einseitigen Ideal, mit diesem Schwamminhalt, der Einseitigkeiten intronisiert und sagt, so ist es richtig und alles, was nicht dieser Logik entspricht, erscheint verkehrt. Aber das ist vollkommen austauschbar. Es sagt überhaupt nichts aus über das, was kritisiert wird. Das sind so einfach Gesetze. Das heißt, was du jetzt von dem Udo denkst,
sagt nichts aus über den Udo, ich bringe dir welche für dieser das größte Arschloch. Er glaubt ja, der ist der Messias. Ich sage, nein, was ich glaube, ich bin jetzt ein Gedanke von dir, den du denkst, und ich existiere nicht mehr, wenn du mich nicht mehr denkst. Das erzähle ich dem, der mich ausdenkt. Und das ist hundertprozentig sicher. Das ist kein Geschwätz, das hat nichts mit Glauben zu tun. Ich sage immer, schau einfach, was ist. Jetzt bin ich ja da. Zumindest als Gedanke. Ja. Ich kann mir jetzt welche ausdenken, die nehmen mich jetzt ziemlich real in einer gewissen Entfernung wahr. Das hängt davon ab, wer ich zu sein glaube. Wenn du jetzt der Huber bist, ist es hundertprozentig sicher, wenn du glaubst, du bist der Huber. Übrigens ein Peters, Peter ist, eine Erstgeburt, einen Anfang. Dann ist der Udo, der in einer gewissen Entfernung vor dir zu sitzen scheint, ist jetzt deine Information. Wenn du die Inge bist, jetzt in dem Moment, dann ist der Udo eine sinnlich wahrgenommene Information. Was aber wieder bloß ein bisschen wahr ist, weil ich, wenn es so sein soll, garantiere ich dir, dass du jetzt vor dem Computer sitzt und dann ist der Udo bloß ein Pixelmännchen. Jetzt. Jetzt, genau. Jetzt wirst du dir vollkommen logisch denken, ja, ich war ja dabei, wie in der Vergangenheit diese Aufnahme gemacht wurde. Ich sag dir, es ist hundertprozentig sicher, dass diese Aufnahme jetzt gemacht wurde und es ist hundertprozentig sicher, dass du jetzt vor dem Computer sitzt und jetzt dir diese Aufnahme anschaust. Ja. Das sind keine zwei, du denkst dir zwei verschiedene Jetzt aus. Ja. Aber jetzt ist doch jetzt. Ja. Du musst in die Transversale gehen. Das ist dieses zwanghafte Verteilen in einer ausgedachten chronologischen Zeitachse, die definitiv dann, wie ich das nenne, Zeitfenster auch immer bloß jetzt ist. Übrigens, das, was ich jetzt erzähle, ist hundertprozentig sicher, kann sofort von jedem 13-Jährigen überprüft werden. Aber was dir permanent in Schwingung versetzt, ist dieser zweite in dir, der sagt, was ist das für ein Blödsinn? Mach dir keine Gedanken über deine Gedanken. Ja. Überleben nicht. Jeder Einzelne, den du denkst, jeden Gedanken, den du denkst, anders jeder Gedanke, den du denkst, der wird zu einer Form in dir, eine Information, und die ist schon wieder weg, wenn du den nächsten Gedanken denkst. Und du bist dir natürlich hundertprozentig sicher, dass dann das auch dann da außen ist, wenn ich nicht dran denke. Ich sage, wie geistlos ist ein Geist, der hundertprozentig sicher über etwas ist, das er nicht einmal überprüfen könnte, wenn er wollte, das ist das Geschwätz vom Zweiten. Und wenn du diesen Maßstab an Genauigkeit ansetzt, dann wird dir plötzlich bewusst, dass wirklich alle Elite-Menschen, Professoren, egal in welcher Couleur, ob das religiöse gebildete Menschen sind, ob es Physiker sind, ob es Chemiker sind, dass es vollkommen geistlose Schwätze und Rezitierchen sind. Ich sage, es sind Figuren in deinem Traum, die sind halt so, wie du sie dir denkst. Und wenn du bisher dir welche ausgedacht hast, dann hast du dir gedacht, die sind ja viel gescheiter, da komme ich nicht mit, die sind ja viel gescheiter wie ich. Wie war das nochmal? Jeden Gedanken, den du denkst, der ist nur, wenn du ihn denkst, der wird genauso sein wie deine Logik, dein eigener Zweiter, die das einrichtet. Ich lasse keine anderen Götter neben mir gelten. So sehen das viele Professoren. Gibt's übrigens, fällt mir gerade im Sinn ein, wenn ein wirklicher Lehrer, weißt du, was ein wirklicher Lehrer ist? Der ist wie ein Vater. Mein einziges Bestreben ist, dass meine Kinder irgendwann einmal weiterbringen wie ich. Ganz genau. Wenn du einen Lehrer, einen Professor oder was hast, da sind viele in der Eitelkeit, die wollen zwar auch denen was ausbilden, aber die lassen keine Götter neben sich gelten. Das Schlimmste ist, dass einmal der Schüler vielleicht besser ist. Ja. Und die Qualität zeigt sich zuerst einmal darin, dass dein einziges Bestreben ist, dass deine Schüler dich noch dein Wissen, das du ja auch wieder von deinen Vätern hast, noch mal überrollen. Ja. Ja. Das ist mein Bestreben, dass der mich jetzt ausdenkt, irgendwann noch mal wesentlich mehr wird, wie der ausgedachte Udo, weil der Udo ist jetzt bloß eine Gedankenwelle. Ist übrigens alles schon passiert. Ja. Das klingt so ungewohnt. Das Ungewohnte ist schlichtweg und einfach nur diese Logik, die du zum Denken benutzt. Ja. Was meinst du, wie ungewohnt Windows-Logik für Basic ist? Das ist nicht nur ungewohnt, sondern das ist ein absoluter Schwachsinn. Und wenn du jetzt das, was ich dir sage, als einen Schwachsinn definierst, hast du es nur, dass du noch nicht mehr bist wie ein primitives Basic-Computer-Programm. In dem Moment, wo du dein Windows kriegst, wirst du schon feststellen, dass das gar nicht so dumm ist, was ich dir erzähle. Und es ist nicht für die Masse, darum sage ich, die Menschen, die du dir ausdenkst, gehen mir total am Arsch vorbei, weil die eh nicht überleben. Die wollen immer die Menschheit retten. Das ist auch wieder die Sache wie mit den Affen. Du hörst immer bei den Reichen ja die Menschheit. Was ist die Menschheit jetzt? An was denkst du bei dem Wort Menschheit? Was für eine Vorstellung wirft dein jetziger Glaube in dir auf? Ich will dir sagen, knapp 8 Milliarden Trockennasenaffen, sterbliche Trockennasenaffen auf einer Erdkugel, die sich um die Sonne herumdreht. Das ist ein. Würdest du das auch denken, wenn man dir das nicht erzählt hätte? Nein. Wer hat es eigentlich gezählt?
Weißt du, das ist, du hast komplett aufgehört, alles, was für dich als offizielle Werte von Fachleuten in dir auftaucht, das in Frage zu stellen. Das geht dann bis in den religiösen Bereich, wenn wir jetzt hier unser Treppermann, wenn er Kundgebungen macht, mal eingeben, Treppermann die Jahrhundertrede, im Internet bei YouTube jetzt aktuell. Und dann wirst du feststellen, eine Riesenveranstaltung von guten Menschen und dann zieht er mit heulichem Gesicht her, wie schlecht doch die Menschen sind, mit wie vielen Milliarden hier die Amis aufrüsten und die Russen aufrüsten. Er rezitiert einfach Worte aus einer Zeitung, die er kennt, alles, wenn er beschwert, schwört er mein Eide. Ein Feind bin neuer. Du leidest nicht, weil die Welt so ist, wie du sie dir ausdenkst. Die kann nicht anders sein. Du leidest, weil du dir so einen Scheißdreck ausdenkst. Das habe ich in meiner kindlichen Art, weil ich mit einem Gotteskind jetzt rede, immer gesagt. Das Kind, das vorm Spiegel sitzt und heult, ich gehe hin und frage, Mensch, Bubele, warum heulst du denn so? Und er deutet in den Spiegel und sagt, ich bin so traurig, weil der Kleine so traurig ist. Und dann sage ich, du Depp, habe ich so oft gesagt, du kannst doch nicht behaupten, du bist traurig, weil der so traurig ist, der ist traurig, weil du traurig bist. Du bist doch das Subjekt, die Grundlage für das. Und jetzt bring mir einen einzigen Menschen, der total entsetzt ist über die Welt und sagt, mir geht's bloß so schlecht, weil die Welt, in der ich lebe, so schlecht ist. Lasst euch das auf der Zunge zergehen. Mir geht's ja nur so schlecht, weil die Menschen um mich rum und die Welt, in der ich lebe, so schlecht ist. Wohlgemerkt, die Welt, die er sich selber ausdenkt. Und die Menschen, die er sich selber um sich herum denkt und sich selbst auch noch als ein Mensch denkt, wo er sagt, das bin ich. Das ist die Geistlosigkeit. Und wer denkt sich das alles aus? Der, der sich das ausdenkt, ist der Einzige, der träumende Geist, ist der Einzige, der seinen Traum erlebt. Und der sagt jetzt, mir geht's ja bloß so scheiße, weil das, was ich mir ausdenke, so scheiße ist. Und dann denkst du halt einfach nicht aus. Versuch das einmal. Soll ich einen träumenden Geist sagen, dann träum halt die Scheiße einfach nicht. Ich bin nicht so geistlos, dass ich das mache, weil ich weiß, dass ein träumender Geist sich gar nicht raussuchen kann, was er träumt. Meinst du, was du die letzten 14 Tage als Campo erlebt hast, dass du dir das raussuchen konntest? Gar nichts, kein einziger. Es ist ein Test, verdammt nochmal, ja, wo er mich anruft. Jetzt mache ich eine raumzeitliche Geschichte und sag du, mein Sohn mit seiner Frau, mit seiner, ist ja nicht einmal deine Frau, es ist ja immer wieder, die Niere ist die Frau, habe ich gesagt. Haben wir gerade gehabt, er hat ja zwei Frauen. Warst du jetzt eigentlich verheiratet mit anderen? Mit wer bist du? Mit der Niere bist du verheiratet. Ja. Also pass auf, ich mache mal eine kleine Geschichte. Wir denken uns jetzt an Campo aus. Campo ist verheiratet, hat eine Frau, ist ja Adam, braucht er ja dazu, aber das haut einfach nicht hin, obwohl da mal eine große Liebe da war, er hat ihr sogar eine Niere gegeben und dann ist seine Niere irgendwann nochmal abgehauen, weil sie es nochmal ausgehalten hat. Na, mit ich ihm. Bin abgehauen. Du bist abgehauen? Ich hab's nicht mehr ausgehalten. Na gut. Ob die Oma Maria rauf ist, auf dem kleinsten. Das, ich bin davon überzeugt, ich bin davon überzeugt, dass man das auch andersrum sehen kann. Ist mir schon klar. Aber jetzt ist es so, dann lernt er nochmal eine Frau kennen, mit der hat er einen Sohn und ist eine totale Psychose, schießt sich mit einem Bolzengerät, will er sich die Birne wegschießen, hat er natürlich nicht geschafft, halbseitig gelähmt, körperlich, geistig, relativ normal. Das meine ich jetzt nicht positiv. Normal ist normiert. Na, bleibt eine Psychose, die Welt ist so schlecht, weil da alles so schlecht ist, was er sich ausdenkt. Und dann kriegt er einen Anruf vor 14 Tagen oder was. Die wollen sich umbringen, also die Mutter mit dem Sohn. Und die machen das jetzt, er total entsetzt zu mir. Die machen das, die haben das angedroht. Ja, und dann hat er dann hier mit seiner Niere, ist er dann hingefahren und dann war es so, die haben sich weggekauft. Das sind jetzt Geschichten, das sind einfach Geschichten, die erlebt ein Mensch, der sich hier einen Traum in der Traum erlebt. Und ich sage mir, das ist ein verdammter Test, jetzt kannst du schauen, ob du Holofeeling verstanden hast. Wo ist dieser Sohn, wenn du ihn nicht denkst? Dann ist er ewig, dann geht es ihm super gut. Es gilt für alles, was du dir ausdenkst. Seit über einem Vierteljahrhundert sage ich zu den Leuten, was meinst du, wie gut es hungernden Negerkindern geht in deinem Kopf, wenn du nicht an die denkst, dann sind wir Heiligkeit. Und in dem Moment, wo du jetzt dir Kinder ausdenkst, ein Gedanke von dir wird immer für dich so sein, wie du in dir denkst. Und wenn du die hungernden Kinder ausdenkst, dann hungern die, obwohl die eigentlich gar nicht hungern, weil ein Gedanke von dir eine Information nichts spürt und nichts erleben kann. Den Geist erlebt nur, den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Was jetzt natürlich beim Campo ganz interessant ist, und das ist jetzt Gespräch, jetzt kommen wir in die Matrix im Hintergrund, das ist ja auch nur ein Gedanke jetzt, das ist ein Geräusch für dich. Du denkst jetzt an Campo aus.
Wenn ich jetzt sage, Name, musst du gar nicht kennen, darum geht es gar nicht. Aber jetzt gehen wir mal in dieses Programm Cambo rein. Und dann ist natürlich diese Geschichte, die so nebenher, offensichtlich ein Akt der Liebe oder Nichtliebe oder was auch immer, ein Zwang war, Altruismus, dass er ihr die Niere gespendet hat, ist die Niere von ihm abgehauen. In dieser Situation, komischerweise, obwohl die nichts mehr über Jahre jetzt ausgedachterweise nichts wissen wollte, kommt seine Niere wieder zu ihm zurück. Wie heißt denn Niere auf Lateinisch? Rehen. Rehen, eine zurückkehrende Existenz. Mhm. Wir können natürlich auch ins Hebräische gehen, habe ich gesagt, dann kommst du zum Glied, das heißt mein Alles. Das ist, ich habe es gerade wenn genauer aufgefächert und du merkst, sobald du die Vatersprache verstehst, dass das, das hast du mal eine sehr, 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 sehr einfache Beschreibung ist, dass das Grundprinzip ist das, was ich jetzt in deiner Traumwelt darstelle mit der Programmierung von Computern. Aber da musst du wissen, auch die Schichten, dass die tiefsten Schichten selber, da sagt man mal als erstes, wie funktioniert der Computer? Ja, mit, eigentlich sind ja das nur Schalter. Schaltet sich da was mit auf und zu? Das ist immer wieder mit ein und aus. Und da haben wir jetzt zwei Seiten. Als Jesus sage ich, wenn du ja sagst, sag ja, und wenn du nein sagst, sag nein. Was mir verhasst ist, sind die Launen. Wenn du in der Welt der Schattenwürfe bist, siehst du beim Kegel wieder ein Dreieck oder ein Kreis, das ist ja und nein und alles dazwischen ist lau. Ich könnte jetzt auch sagen, Kontakt oder kein Kontakt. Ein bisschen schwanger gibt's nicht. Entweder vertraust du mir oder du vertraust mir nicht. Und wenn eine sagen, das ist ja bloß so wie Scientology oder wie dieses oder jenes, ich sage, jede Lehre, jede Religion hat ein bisschen Recht, aber es gibt bloß eine allumfassende Wahrheit, das ist Holofeeling. Ja. Weil das die Summa Summarum, weil alle Untersysteme Teile von Holofeeling sind. Ja. Die systemrelevanten Parameter genauso wie die nicht systemrelevanten Parameter. Das kommen in die letzten Selbstgespräche rum, die gibt es zigfach wiederholt. Das ist als ein Übersystem, das ist das heilige Ganze. Und alles, was überhaupt auftaucht, das ist immer. Und jede Welle, die auftaucht, auch wenn du an Wolken denkst, das kommt alles aus dem Meer, aus dem, der immer ist. Und der, der immer ist, kann selber nicht in Erscheinung treten, weil alles, was in Erscheinung tritt, was zum Existieren anfängt, ist vergänglich. Und solange du da einen Zweifel hast, du Geist, der du mich jetzt sprechen hast, du bist immer, du bist ewig. Du stehst hierarchisch vor jedem Gedanken, den du dir ausdenkst. Vor jeder Gedankenwelle, die in dir auftaucht. An was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Darum sage ich das. Dann taucht eine Form, eine Information in dir auf. Was ist eigentlich, was bedeutet das Wort Information? Ich erkläre es nochmal. Zuerst einmal, wir haben die Vorsilbe IN. Wenn wir das jetzt rot lesen, dann ist es eine intellektuelle blau lesen, ist es eine, nach Holofeeling, eine intellektuelle Existenz. Wenn wir es rot machen, ist es das göttliche Sein. Das ist in. Wenn wir das Lateinisch nehmen, ist die Vorsilbe in, die lateinische Vorsilbe in hat zwei Funktionen, das heißt einmal innen, es ist aber auch eine Verneinung. Die Verneinung, wenn jemand inkompetent ist, ist er nicht kompetent. Wobei natürlich auch er in Kompetenz lebt. Das sind die ganzen wissenden Menschen, die einseitigen Rechthaber. Jetzt nehmen wir mal die Information. Die Information selber heißt, es ist in dir eine Form, die keine Form ist. Wie kann ich das verstehen? Jetzt denkst du ganz einfach mal an eine Erdkugel. Denk dir die Erdkugel, einfach denken. Jetzt stell dir die bildlich vor. Die Erdkugel, die du, ich mache mal anders noch, mache grünes Maßmännchen. Du denkst an ein grünes Maßmännchen. Jetzt ist das grüne Maßmännchen ist ein Wort. Und ich möchte jetzt bitte, stellst dir vor, jetzt kann ich sagen, jetzt, solange du glaubst, du hast den Kopf, mach die Augen zu und jetzt mal dir das im Kopf aus. Diese Vorstellung von dem grünen Maßmännchen, das du jetzt feinstofflich in deinem Kopf aufbaust, ist nicht vor dir, sondern in dir drinnen. In dir ist aber keine Form. Wenn du jetzt dein normales Wissen annimmst, ist in dir ja Gehirn drin, das jetzt existiert. Wo war das Gehirn, wie du nicht an das Gehirn gedacht hast? Zu glauben, dass das Gehirn auch dann da ist, wenn du nicht dran denkst, das ist zwar mit deiner Logik sehr logisch, es ist bloß etwas, was du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest, weil um etwas zu überprüfen, musst du zumindest denken. Das sind so einfache Sätze, die so unendlich tief bleiben. Jeder, der glaubt, dass er ein Gehirn ist und das ihn nicht mehr gibt, wenn das Gehirn nicht existiert, der hat sich schon voll verfangen in dieser vollkommen geistlosen Logik der Naturwissenschaft. Was angeblich alles hundertprozentig sicher ist, ist Scheißdreck. Ja. Scheiß ist übrigens Shit und die Ecke ist ein generiertes Eck.
Also ich meine, wenn du jetzt da andere Vorstellungen bei dem Wort Scheißdreck kriegst, ist es dein Problem. Weil das ist eine sehr einseitige Vorstellungskraft, was ein Wort anbelangt. Rücksichtsvoll. Rücksichtslos. Unverschämt. Das ist so viel, wo ich immer so Kleinigkeiten, wenn wir das BR nehmen zum Beispiel, das ja das Äußere heißt, laut Langenscheid und noch einige etliche andere Sachen, wenn du in Gesenius oder andere Hebräisch-Deutsch-Wörter bitte nimmst, da kommt auch unter anderem das Wort Reinheit vor. Und da haben wir schon das Erbe mal wegschieben, haben wir schon eine Einheit. Eine berechnete Einheit, R kann man auch rot lesen als den Kopf. Der Kopf ist eine Einheit. Oder eine Verneinung ist eine Verneinung. Vergessen wir mal F oder V, das können wir austauschen. Wir sind ja nur in der Welt der Geräusche. Ist eine Verneinung. Habe ich nicht ständig eine Verneinung mit alles, was ich mir ausdenke? Alles, was in einer gewissen Gewissen, der Geist fängt an, was zu wissen, Entfernung von mir zu sein scheint, ist immer meine Information. Weil wenn es nicht meine Information wäre, die Form in mir, wir sind bei der Information, in dir ist jetzt eine Form, in deinem Gehirn wird der Materialist sagen, aber jeder weiß, dass im Gehirn weder Farben sind, noch Geräusche sind, weil ich sage immer wieder jetzt normal naturwissenschaftlich gedankt, die reine akustisch-longitudinale Schallwelle, die sich ausdenkt, die noch nie irgendein Mensch gesehen hat, hört bei den Rezeptoren in der Cochlea, der Hecht in der Cochlea auf und dann sind nur noch elektrochemische Signale da. Und das, was du Lichtwellen nennst, die auch Licht noch nie irgendein Mensch gesehen hat, wo aber jeder hundertprozentig sicher ist, dass das da außen gibt, das hört auf den Stäbchen und Zäpfchen auf der Retina deines Auges auf und dann sind nur noch elektrochemische Signale da. In dieser Vorstellungswelt der Naturwissenschaftler, die alle einen extrem tiefen symbolischen Sinn hat, wenn du anfängst, die Matrix der Vatersprache zu verstehen. Ich betone nochmal, du wirst von mir nie hören, dass irgendwas nicht stimmt. Es ist bloß ganz anders, wie du glaubst, dass es ist. Obwohl dein Glaube auch stimmt, aber sobald du eine einseitige Vorstellung von richtig hast, richtig, rectus, aufgerichtet, Richtung. Jede Vorstellung von richtig, wenn sie einseitig ist, hat eine Kehrseite. Das ist das Erste, was mit Holofeeling passiert, dass du dich für die Kehr, das Verkehrte muss für dich auch richtig werden. Aber dann musst du deine Position, deine Blickwinkel verändern. Das ist das, was ich ständig wiederhole. Das ist die Grundwurzel. Das ist kein großer Akt des Intellekts, sondern es ist erst einmal eine Frage der gotteskindlichen Neugier. Und das kann ich immer wieder sagen, jeder Rechthaber, der in dir auftaucht, auch wenn du an dich selber denkst und in irgendeiner Form ein einseitiger Rechthaber bist, bist du einfach nur eine geistlose, vergängliche Erscheinung. Und Geist hinter der Person, hinter der Maske, zeigt sich durch Neugier. Ja, so habe ich das ja überhaupt noch nie gesehen. Offensichtlich weißt du was, was ich nicht weiß. Und da fängst du dich an für das, was du vorher bekämpft hast und vernichten wolltest in deinem Wissen, weil du mit so einer Scheiße nichts zu tun haben willst. Es ist schon eine Selbstentheiligung, weil Gott, Holofeeling ist alles, was er sich ausdenkt. Das sind so simple Beispiele, wo ich sage jetzt, wir nennen mal gewisse Informationen, die in dir auftauchen, Gedanken werden. Und ich kann jetzt sagen, jetzt denkst du an dich, an das, was du zu sein glaubst. Dann denkst du an den Udo, dann denkst du an deine Wohnung, dann denkst du an dein Haus oder was auch immer. Dann denkst du an einen Baum und egal, was du denkst. Oder wir sagen jetzt, du denkst an Einstein. Jetzt hier in dieser kleinen Runde, die du dir ausdenkst, vorausgesetzt, du bist jetzt hier. Aber wo ist jetzt der, der sich das Video anschaut? Der ist doch auch hier. Das Rote hier ist so unendlich vielfältig. Das Rote hier sind alle hier gleichzeitig. Ein Kontinuum. Und sobald wir aus diesem hier, aus dem roten, nicht denkbaren hier, ein blaues hier rausheben und denen eine Adresse geben, Fegenstall, Weißenburg, München, Paris, es ist trotzdem immer hier und jetzt in deinem Kopf. B-Roshid, Barashid, spreche es aus, wie du willst, das bin mit B-R-A. Das sind die ersten Buchstaben, Bara. B-R-A, Brr. Siehst du, ich mache schon an dem Bar, mache ich schon A dran, weil Brr kann ich nicht aussprechen, das ist die Fokalisation. Dieses B-R-A, diese Radix, hast du das dann mal schaffen, schöpfen. Aber interessant, in jedem guten Wörterbuch wird darauf hingewiesen, das ist ein Erschaffen, ein Schöpfen nur von Gott. Das andere, tun, machen, gibt es nochmal zwei Wörter. Das ist zum einen Esse, ich spreche es jetzt einmal so aus, schreibt sich 70, 305 in Zahlenwerte. Praktisch der zweite, der dahin, der Lautlose, das Esse schreibt sich mit einer 70, das ist, was man im Kehlkopf, im Gutturallaut macht. Dann kommt das
Shin links punktiert, Sin und das He. Das heißt, eine augenblickliche logische Wahrnehmung. Spricht man Esse aus, gibt es den schönen Satz, der Baum, der Frucht macht und Frucht ist, im Paradies schon. Etz pri, esse pri. Etz ist der Baum. Der Baum wiederum schreibt sich ja wieder 70, 90. 70, 90 Etz, was als Baum übersetzt wird, auch mal als Wald, ist einfach nur 70, 90, das heißt eine augenblickliche Geburt. Bau, M, bau eine Gestalt in dir auf. Das Wort deutsche Wort Baum beginnt mit BA, die polare Schöpfung, das heißt herausgehen. Kommen, eigentlich genau genommen kommen, das kommt in dir was hoch. Kommen, bar, umgedreht ab. Ist zum einen der Vater, wenn wir es rot machen, wenn wir es auf aussprechen, das B ist auch weh, dann heißt es aufblühen. Aber jetzt machen wir, da blüht was auf, jetzt drehen wir es rum, andere Seite, die polare Schöpfung, die kommt, die in dir kommt, die dir hochkommt. K.O. wie ein Augenblick bestehen aus zwei M. M ist Gestaltwerdung. Wenn Bergmann dort. Seid ihr dabei? Ich hoffe, ja. Du bist dabei. Ja. Jetzt wird es natürlich interessant. Jeder Mom-End. Jetzt haben wir die zwei M. Mom heißt Fehler. Fällt in dir, weil sobald ich mir was ausdenke, ich kann zwar aus mir nichts herausnehmen, aber sobald ich mir jetzt etwas ausdenke, ist ja jeder normale Idiot davon überzeugt, dass das, was er sich ausdenkt, dass das da außen ist, obwohl es eigentlich in ihm drin ist, weil es ist eine Information. Wir schauen nur die Sprache an. Deutsch verdeutlicht, verdeutscht. Was übrigens interessant ist, mir war bei dem BAA die ersten drei Buchstaben, die es erschaffen. Wir können das B vorne wegschieben, diese Polarität. Heißt dann in, inmitten, die Polarität in dir ist rasch, rosch, das ist das Alif, das ist jetzt der Äußere, wenn wir mal was aufmacht. Das heißt, inmitten dieses Kopfes, und dann kommt Chi heißt Geschenk, die Erscheinung, inmitten dieses Kopfes ist eine Geschenke, ein Geschenk, eine Erscheinung. Shit ist Scheiß, engelisch. Das ist ein Exkrement, etwas herausgetretenes. Und da steht jetzt inmitten dieses Kopfes, wird etwas aufgebaut, hingestellt. Es wird nur im Anfang übersetzt. Aber das, in dem Satz ist eigentlich schon die komplette Schöpfungsgeschichte drin. Inmitten dieses Kopfes, Barashit, erschafft Bara El Hayom, Gott das Meer. Himmel und Erde. Jetzt muss man durch den Himmel, der wird jetzt ganz interessant, weil der Himmel ist ja der Schamaim. Schamim geschrieben. Scham. Shinem, wenn wir das Shem reden, dann heißt es hier Name. Und jeder Name ist erst einmal ein Wort. Ein doppelt aufgespannter Wort, das ist ein Gedankenwelt. Das ist natürlich sehr abstrakt, ob ich jetzt hier Heigo sage oder Udo sage oder was auch immer sage, Baum sage. Es ist die Benamsung von irgendeiner Realität eines Dings. Bleiben wir mal so einfach. Und das ist im, da haben wir natürlich hier, dass dieses Shamim ist ein Memim hinten dran. Shin Memim. Ja, Shin als Vorsilbe gelesen, ist wer, welcher, welches Memim zu Wasser wird. Das ist der Himmel. Aber Himmel, H-I-M, hast wieder, wenn wir es hebraisieren, das Meer. Das ist also das Außen. Ich habe das so genau erklärt. Jetzt könnte ich Zahlen noch einsetzen. Und das ist jetzt wie, wenn ich jetzt wieder sage, wir gehen ins Internet, das mache ich für Nerds. Du interessierst dich, Computer ist ja der Mensch, wo ich sage, darum sind diese Bilder zurzeit da, darum gibt es jetzt in deinem Traum Computer. Es gibt natürlich auch ein Jetzt, wo es noch keine Computer gegeben hat. Ich habe jetzt alles, was ich euch erzähle, habe ich auch, ich mache jetzt natürlich Geschichten, wir denken uns jetzt der Vergangenheit. Das ist, wenn Jesus hier zum Beispiel in die Lorbeerbücher seinen Jüngern oder die mit ihm rumlaufen, was erzählt, dort diese Lorbeergeschichten, der Kugelschreiber, der Schreibstift, Jakob Lorber, ein Gedanke von uns, den niemals in der Vergangenheit gegeben hat, den sich nur einer ausdenken kann, der diese Datei öffnet in seinem Geist als Vorstellung. Ich sage immer wieder, sobald du das Internetnetz zur Verfügung hast, kannst du so viele Sachen in dir hochholen und zu Bildern machen, zu Vorstellungen machen, die du vor dich hinstellst, wenn du die Dateien öffnest, die aber auch in dir drin sind, wenn du sie nicht öffnest. Existieren tun sie, also auftauchen in dir, du musst jetzt erst einmal die Datei auftauchen und dann in der Datei, das ist Kollektion, Selektion, Kollektion, Selektion, Kollektion, Selektion. Machen wir mal ganz einfach aus diesem Internet, jetzt symbolisch gesehen, wir gehen hier, da gibt es Milliarden von Internetadressen.
Und wir machen jetzt eine Internetadresse. Wir geben einfach ein www.u.com. Das ist eine Adresse von Milliarden von Adressen. Ich will das jetzt gar nicht. Ich kann sagen, unendlich viele Adressen, wenn wir möglich uns mal in die Zukunft jetzt denken. Diese eine Adresse öffnet eine Internetseite, das stimmt gar nicht, sondern einfach nur einen Kanal. Das steht jetzt einmal für Internetseite. Und dann wirst du feststellen, sobald du diese www.judo.com antippst, kommst du in einen Bereich, in einen Chat-Ordner, wo sich Milliarden von Videos befinden. Das heißt, du musst jetzt da nochmal das genauer definieren und dann taucht ein ganz bestimmtes Video in dir auf. Eins von Milliarden von Videos. Das heißt, nur diese Internetseite selber als Kollektion betrachtet, beinhaltet wieder Milliarden von Videos. Und da klicken wir jetzt eine, machen wir das genauer ein Video an. Und dann wirst du wieder feststellen, dass dieses Video selber, je nachdem wie lang es das ist, wieder nochmal, wenn du das anschaust, kannst du jetzt immer bloß ein Bild sehen, wo da auftaucht. Natürlich bei den Geräuschen selber in grün. Was natürlich immer interessant ist, dass ich dann zu den Leuten sage, wieso kann ich eigentlich, wenn der Film läuft, wenn das doch ein statisches Kontinuum im Hintergrund ist, in die Sichtbarkeit kann ich ja ständig wechselnde Bilder rum, die immer jetzt auftauchen und alle Bilder, die dann in einem ständigen Jetzt-Geflackere laufen, erzeugen mir die Illusion, als wenn ein Film von der Vergangenheit in die Zukunft läuft. Das ist ein Blödsinn, das ist ein Konstrukt. Ja. Aber ich kann doch jetzt ohne weiteres hier, wenn der Film läuft, kann ich den die Bilder anhalten und mir ein Bild anschauen. Wieso kann ich die Bilder anhalten und den Ton nicht anhalten? Kann man übrigens genau erklären wissenschaftlich. Das Bild kann ich anhalten. Das müsste ja heißen, und jetzt geht es natürlich los, wenn ich jetzt einen Ton habe und der spricht und ich bin jetzt genau meinetwegen, wenn ich jetzt sage hier Schmetterling und ich bin in dem Wort Schmetterling, schm, und jetzt halte ich an, was, dass ich den Ton anhalte. Warum geht das nicht? Und du wirst merken, wenn du da mal wirklich genaue Gedanken drüber machst, kann man das auch erklären. Das hängt davon ab, mit wie vielen Tiefenschichten du bist. Okay. Dass ich immer wieder sage, du kannst die Worte in der Zeile anschauen, aber du kannst immer nur ein Wort aussprechen. Aber das Wort selber ist ja auch wieder Kette, aber das wird jetzt zu weit führen. Ihr werdet merken, sobald du dich mit irgendwas beschäftigst und genauer wirst, platzt es auf. Und jetzt ist die Schwierigkeit, du darfst nie im Bereich der Entheiligung von Worten kommen. Was meine ich damit? Es ist zum Beispiel einer der größten Fehler, wo die Naturwissenschaft, die ich mir jetzt ausdenke, die das natürlich nichts dafür kann, weil ich alles, was ich mir denke, sehr bewusst denke und niemals irgendeinen Gedanken oder Menschen, den ich mir ausdenke, vorwirft, dass er so ist, wie er ist. Um das nochmal für die Vollpfosten unter uns bröseln. Ja. Klar zu machen. Du stellst dir jetzt vor, du bist der Schriftsteller-Autor, du schreibst eine Geschichte, ein Märchen, ein Krimi, egal was. Und jetzt entwirfst du Charaktere, um eine stimmungsvolle, spannende Geschichte hier in Worten abzufassen. Und da ist jetzt ein totales Arschloch in der Geschichte, der wichtig ist für die Geschichte. Und du wirst den du selber, diesen Charakter, diesen Menschen, den du durch dein Denken in Form von Worten in diese Geschichte, in diese Kollektion reinfasst, würdest du vorwerfen, dass er so ist, wie du ihn selber entwirfst aus dir. Das ist eigentlich ein Zustand, wo jeder normale Mensch leidet an dieser Dummheit. Ja. Das ist nicht, du wirst merken, es ist Menschen, normale Menschen, egal ob das Professoren sind oder Obdachlose oder Vollpfosten, die sind erst einmal vollkommen unschuldig. Ich nehme alle Schuld auf mich, weil ich wirklich der bin, der ich zu sein behaupte. Aber das ist jetzt mit Sicherheit, meine ich, nicht diesen Gedanken Udo, den du dir ausdenkst. Ich bin wesentlich mehr du, wie der Udo, den du dir ausdenkst. Und wenn ich jetzt von dir spreche, meine ich den, der mich ausdenkt und der ist ja in dem Moment auch schon wieder. Wer denkt sich den aus? Jetzt wirst du irgendwann nochmal diese vier Ichs in Holofeeling verstehen. Da kann ich nicht oft genug sagen, Holofeeling überhaupt, alles, was du bisher überhaupt möglich bist, aus deinem Internet herauszuholen an Philosophie und Weisheitsgeschichte um geistige Welt. Es ist ein komplett, es ist wie wenn ich Basic vergleiche mit einem neuen Windows 10. An Möglichkeiten der Darstellung und der Präzision. Die Sache mit dem Haar, wo wir heute schon haben. Das Haar hat mit Sätzen gar nichts mehr zu tun, wobei ein Satz ja noch nicht der Weisheit letzter Schluss ist, weil die Sätze wiederum ja dann erst einmal zu Geschichten werden. Und das Hauptproblem ist in dieser Geschichte ist das Entheiligen von Worten, dass man plötzlich die Urparameter, die Etymologie einer Worte im tiefsten Sinn, und das meine ich jetzt nicht, was in Etymologiebüchern drin steht, weil alles, was du Sprachwissenschaften hast, die werden dir permanent erklären, in wie viel der Tausenden von Entwicklungsjahren sich die Sprache verändert hat. Und jeder, der dir das erzählt, rezitiert eins zu eins. Es sind billige, verwässerte Kopien von etwas, was sie hören, was sie weitergeben. Macht er, wenn was dazu, lässt wieder, wenn was weg. Willst du klares Wasser trinken, heißt es, musst du zur Quelle gehen.
Was uns natürlich jetzt führt, dass wir jetzt den Weg machen, wir schauen zuerst einmal, sobald einer was auslegt. Diese Auslegung, das hebräische Wort für das Auslegen und das Erklären, das Ausgelegte Erklären. Ich war gerade bei dem BAR, da tauschen wir die hinteren zwei Buchstaben um und wir machen mal BAR. Nur die Buchstaben ausgetauscht. Und das heißt zum einen Brunnen. Und dasselbe Wort Langenscheid heißt auch Auslegen und Erklären. Und aus dem Brunnen kommt Wasser raus. Wo kommt das Wasser im Brunnen her? Jetzt schau mal in dich rein, was sagt deine Logik? Ja, da muss irgendwo eine Quelle sein. Das heißt, ohne die Quelle wird der Brunnen, wird kein Wasser nicht rausfließen. Also wo kommt die Quelle her? Jetzt schau mal, wo hat die Quelle das Wasser her? Und jetzt wirst du in deiner Logik eine Vorstellung aufbauen, ja, das ist irgendwie Grundwasser. Wo kommt das Grundwasser her? Von oben? Und wie kommt das Wasser nach oben? Jetzt hast du wieder diesen Kreislauf. Und das ist die Schwierigkeit, dass der Kreislauf immer eine kybernetische Schleife, ein geschlossenes System ist. Da bin ich schon zigfach drauf eingegangen. Und dass jetzt die normale Menschheit mit ihrem Wahn eines Urknalls am Anfang, es ist alles jetzt und es ist hier. Und sobald du dir was in die Vergangenheit denkst, entsteht das Gegenteil, das du ja nicht siehst, weil du jetzt ein einseitiger Mensch bist. Sobald du dir am Berg denkst, ist auch ein Tal da. Und wenn einer glaubt, es gibt bloß am Berg war am Anfang und das Tal kommt am Ende oder umgekehrt. Oder das Ei und die Henne. Und die ganzen Erklärungsmodelle, wo du kriegst, es ist geistlos nachgequatscht. Ich habe so oft mein altes Beispiel hier mit dem Glas. Schon in Almena vor 20 Jahren. Dass du immer, gib mir mal ein Glas bitte her, ich erkläre es nochmal. In meiner unendlichen, nein, das leere ist mein Lieber, danke. Göttlichen Geduld. Jetzt pass auf, das, was du jetzt erlebst, das ist ganz einfach. Darüber müssen wir nicht diskutieren, weil ich sage, bezweifle niemals das Erscheinungsphänomen Materie. Ich rede bewusst von einem Erscheinungsphänomen, weil das jetzt deine Information ist. Jetzt ist natürlich schon wieder die große Frage, es hängt sehr davon ab, wer du zu sein glaubst und auf welcher Seite in deinem Lebensbuch du zurzeit bist. Wenn du jetzt glaubst, du bist der Hubert, dann ist jetzt, blau ist jetzt, in diesem Moment. Glaubst du, du bist im Fiegenstall? Das Fiegenstall ist in deinem Kopf, das denkst du jetzt. Wo war die ganze Zeit Fiegenstall, bevor ich das Wort ausgesprochen habe? Es war auch da, aber nur eine Seinsmöglichkeit. Jetzt haben wir hier ein aus dem Roten hier, ein blaues hier, Name Fiegenstall. Das ist jetzt um dich herum. In einer gewissen Entfernung sitzt vor dir der Udo, hat ein Glas in der Hand und eine Flasche in der Hand. Schlägt die aneinander und du hörst ein Geräusch und jetzt kannst du in dich reinschauen und dir bewusst machen, was deine Logik, der zweite, dir erklärt, wie das funktioniert. Was übrigens für dich hundertprozentig logisch ist, das Erklärungsmodell. Du kannst nicht anders, du bist so programmiert. Was soll dir einen Computer logisch erscheinen, wie das eigene Programm, mit dem er programmiert ist? Das dürfte dir klar sein, dass jedem Computer sein Programm logisch erscheint und jedes Programm, wo seiner Logik widerspricht, unlogisch erscheint. Und dass er nicht einmal in der Lage ist, dieser Depp zu unterscheiden, ob da ein sinnvolles Update kommt oder ob das ein Virus ist. Sobald er eine Programmveränderung hat, wird er das machen, was er als Programmveränderung vorschreibt. Computer, Maschine, Mensch hat kein Bewusstsein. Bewusstsein kann man nicht haben. Bewusstsein ist das, was ich die Sachen ausdenke. Jetzt sage ich, es ist wichtig, wer du zu sein glaubst. Wenn du jetzt nämlich glaubst, du bist der Michael Kuppelmeier. Der ist jetzt nicht hier und jetzt im Fiegenstall. Der sitzt jetzt vorm Computer, auch jetzt, und schaut sich das Video an. Ist das schon wieder ganz anders? Dann hast du nicht in einer gewissen Entfernung vor dir sinnlich wahrgenommen eine materielle Erscheinung, sondern du hast einen Monitor vor dir. Wenn du jetzt doch glaubst, du bist der Hubert, aber nicht im Fiegenstall, sondern wir machen jetzt ein anderes Jetzt, dann ist es wie bei dem Michael Kuppelmeier. Michael heißt ja, wer ist wie Gott und KUB. Wie UB. Wo immer viele sagen, wenn wir rumlaufen, ist es dein Sohn? Interessant, Nomen ist Omen. Ne? Ich rede jetzt übrigens nicht, dass der Gedanke besser wäre wie andere. Weil der Peters ist erst einmal der Beginn. Habe ich immer meinen Holger, mein Holgerchen. Ich sage zum Holger immer wieder, Holger, es wird langsam Zeit, dass du ein Kallus wirst. Der Holger, der Vorname, das, was du dir vorstellst, vor dich hinstellst, H.O.L., Oll mit 70 geschrieben heißt wie ein Joch, etwas Hochgehobenes. H-Oll und dann kommt G-R und die Buchstaben G-L, Gimmel, Resch, erscheinen dir fremd. Das, was du dir vorstellst, H-Oll, dieses Joch, die Gedankenwelle, die du aufpasst, erscheint dir fremd, weil deine Gedankenwelle, wenn ich jetzt hier als normaler Mensch in meine VR-Brille reinschaue, dann sage ich immer wieder, das bin ich nicht, das ist was Fremdes. Stimmt oder stimmt?
Und dann sagen wir wieder, es wird langsam Zeit, dass du ein Kasus wirst, der ist mit Nachnamen Kasus, Karl heißt wie Gott. Wie Gott mit so einer aufgespannten Erscheinung oder verbundenes Bewusstsein. Das wird langsam Zeit, dass du wirklich ein Bruder wirst. Und das funktioniert, da gibt es ja keine besseren und keine schlechteren Normen. Ja. Das ist eine Frage der geistigen Flexibilität. Und umso mehr du ein bisschen mit Holofeeling kriegst, das Erste, was du mitkriegst, ist alles, was du bisher an Esoterik, an Religion, an Naturwissenschaft gehört hast. Es sind geistlose Schwätzer. Ich sage, nee, mach's nicht so hart, es sind einfach nur Figuren in deinem Traum. Ja. Es sind Protagonisten in deinem Traum, ja. Sie sind was Ausgedachtes. Ja. Egal an wen du denkst, es ist was Ausgedachtes. Ja. Jede von dir wahrgenommene Information, da sollte dir klar sein, du Geist kannst erst etwas wahrnehmen, wenn es in dir drin ist. Das gilt selbst, der Materialismus schreibt das vor, ich sage das immer wieder. Stimmt oder stimmt? Absolut. Bring mir einen Naturwissenschaftler, der behauptet, du könntest auch was wahrnehmen, wenn es nicht als Information in dein Gehirn in Erscheinung tritt. Und ich sage dann immer wieder, wer schaut sich das an, was im Gehirn in Erscheinung tritt? Wir haben im Gehirn keine Größe, keine Farben, keine Schallwellen. Das sind lauter so, das wird so wegwischt und dann alle Hochschulvideos überhörst immer nur Gehirn und Gehirn und dann wird es gemessen und was das Gehirn alles kann und dann fangen sie an mit künstlicher Intelligenz, diese Deppen. Das war jetzt kein Vorwurf, das ist eine wertfreie Beschreibung. Ich war ein Deppen, den ich mir ausdenke, nicht vorwerfen, dass er Depp ist. Mach endlich deine Deppen auf, mach deine Augen auf, deine B-Ecken heißt das auf Hebräisch. Oder mit Zwingenschatten nicht zu lassen. Ja, unbedingt. Nein, lass mich da hin. Du auch, den Schatten. Genau. Welchen? Nimm du den? Meine Nichte. Das ist eigentlich hier, das ist das Spiel. Es ist ein göttliches Spiel. Alles, was sich in dir abspielt, ich spiele das mit mir selbst. Ich kann immer doch mal, wenn das ganze Spiel beginnt, hier mit einem kleinen Büchchen, das heißt, ich bin du. Ich kann bloß was erleben, wenn ich, undenkbarer Geist, mich selbst ausdenke. Und dann kann ich immer im Traum was erleben. Was erlebt ein Geist, der nicht träumt? Nichts. Was ist er selber? Nichts. Jetzt wissen wir ja natürlich, was an was denkst du, wenn du an nichts denkst. An das Wort nichts. Und die meisten, es ist so interessant, Leute, spielt doch einmal mit euren Tierchen selber. Ich kann es immer nur sagen, mach jetzt ganz einfache Aussagen. Das ist nur du, Geist, der du mich jetzt ausdenkst. Du hast ein gewisses Umfeld, du hast eine Familie, du sie nicht so arg reizen, du hast Arbeitskollegen. Und dann mach solche Fragen, ohne jetzt irgendwas hineinzuinterpretieren, so Standardfragen, an was denkst du, wenn du an nichts denkst? Und dann schaust du mal, was die dir für Antworten geben. Alles Mögliche, aber nicht die einzig richtige Antwort. Nichts. Wie, da komme ich nicht mit. Es ist ganz einfach, wenn du an nichts denkst, denkst du an das Wort nicht. Entweder sprichst du leicht in den Kopf, dass du hebst das Geräusch nichts raus. Das ist einmal das Erste. Aber so oft durchkaut. Und das ist jetzt mit dem Glas, wenn ich jetzt das nochmal mache. Das, was ist, ist das, was ist. Du siehst eine Information, die kann feinstofflich sein, die kann ziemlich wahrgenommen sein. Es ist eine Information. Die vier Stufen der Vergessenheit, wo man einzelne Videos abrufen kann im Internet bei Holofeeling, die zeigen jetzt erst einmal, dass umso deine Logik dir vorschreibt, das Ding wird immer realer. Schon wieder eine Entheiligung des Wortes. Quantenmechanik. Das ist, ich sage, versteht ihr keine Ursprache. Das griechische Wort Atom heißt das Unteilbare, eigentlich das Unzerschneidbare. Und schau mal jetzt in der Quantenmechanik, wie viele Elementarteilchen die entwickelt haben. Entdeckt haben. Entdeckt. Zuerst rechnerisch und dann bewiesen. Das ist wie wenn dir einer beweist, dass es Wassermoleküle gibt. Zeig's mir. Ich sage immer bloß, zeig's mir. Zeig mir den Wind, habe ich euch gesagt, wenn ich da hochschaue und ich sehe, dass sich die Bäume, die Zweige, die Schirme bewegen. Vielleicht kann man es schmecken. Ja, das ist wieder der Name der Ecken. Bei Shin Mem heißt nämlich Name, auch Wort, ein doppelt aufgespannter Ort und das ist der Name der Ecken ist Schmecken. Kannst du es schmecken? Die Ecken sind sehr heiß, es dreht sich alles. Ich esse die Ecke, ich strecke eine Ecke. Fiegenstallvortrag. Ganz simpel, ein paar Brösel in einem kleinen Bauernhäuschen, eine Handvoll Leute. Und die checken das gar nicht, wie tief, wie unendlich tief das ist. Es klingt wie eine schöne philosophische Spielerei. Und alles, was ich anspreche, ist noch die oberste Oberfläche. Ich nehme eine Ecke,
Und ich betone jetzt immer die ersten drei Buchstaben. Ich esse die Erege. Ich esse die Erege, diese, ich strecke diese Ecke und dann bekomme ich einen SD-Eggen. Dass das noch nicht Zufall ist. Und jetzt nehme ich den SD-Eggen. Ich nehme den SD-Eggen und denke mir an diesen SD-Eggen eine Seite. Jetzt ist natürlich, jetzt kann ich schon wieder, wenn ich nur Seite höre, schreibe ich das mit einem A oder schreibe ich das mit einem I? Entschuldige, mit einem E. Schreibe ich es mit einem A oder mit einem E? Also gut, ich denke mir von diesen Stecken, an diesen Stecken eine Seite. Das ist jetzt wurscht, ob ich das mit I oder mit A schreibe, spricht mir ja gleich aus. Und jetzt nehme ich diese Seite in der Mitte und ich esse die Erege diese Seite und dann ich esse die Erege diese Seite und es wird eine Ecke. Aber in dem Moment wird der SD-Ecken zu einem Bogen. Und was ich jetzt hier mache, wenn ich jetzt hebräische Rarixen einsetze, wirst du feststellen, dass da hier, wir können ja dann in die Zahlenebene gehen, dass das Formel, das sind Formeln. Dass zum Beispiel die Etymologie, das Wort Seide, wie Seide, wo kommt eigentlich das Wort Seide jetzt? Lassen wir mal das Hebräische weg und wir gehen in die normalen Etymologie. Wenn du tief in die Etymologie-Bücher reingehst, du wirst dein blaues Wunder erleben, was eine Seide ist. Das ist das Zwischen, genau, ich mache es jetzt mal in ganz einfachen Worten, wenn du dir an Wellenberg denkst. Wir haben unsere Nulllinie und es ist wirklich, Seide heißt eigentlich, dass hier zwischen einem aufgespannten Bogen, die Nulllinie, ich könnte immer sagen, die Seide selber, diese Seite ist, wenn wir einen Wellenberg haben oder einen Bogen haben, das, was eine Spann, ein aufgespanntes Ding verbindet. Etwas zwischen dem Aufgespannten selber, was ist. Und das wird dann interessant, weil das immer unsere Nulllinie ist. Diese Nulllinie haben wir natürlich auch bei Gleichheitszeichen. Wenn ich jetzt Gleichheitszeichen nehme, ich sage immer wieder, das rechte und das linke ist immer quantitativ betrachtet gleich, wenn wir in die Arithmetik gehen, 5 plus 5 ist 10. Da kann ich jetzt vielfältig die Seiten verändern, aber das Gleichheitszeichen heißt, es ist wie eine Waage, dass die rechte und die linke, also das Form, Gleichheitszeichen und hinter dem Gleichheitszeichen immer gleich ist. Wie ich das auch ausdrücke. Das Symbol. Und ich sage jetzt, jetzt drehen wir das in die Transversale und durch das Drehen in die Transversale sagen wir, das Gleichheitszeichen wird das Nullspiegel, unser Wasserspiegel und da weißt du, das was oben ist und unten ist, ist auch gleich, aber gespiegelt. Wellenberg ist Wasser, das Wellendorf ist nichts. Also du musst immer schauen, mache ich ein longitudinales Gleichheitszeichen oder ein transversales Gleichheitszeichen. Das, was ewig ist, zu dem gehört das ewig Vergängliche. Das Ewige ist unten, wenn wir jetzt unsere Meermetapher nehmen, das ist im Meer, dasselbe Meer. Und das, was oben ist, sind die Wellen. Das sind ja Gestaltwertungen, wie klein ein Joch. Es ist interessant, dass im Hebräischen dieses 70-30, das hebräische Wort etwas hochheben. Dasselbe Wort heißt auch Joch. Das schreibt sich L, was auch Gott ist, wenn man hängt davon ab, ob du das lautlose 1 oder das lautlose 70 benutzt. Das 1 ist nur das Öffnen. Und jetzt komme ich mit der Fokalisation. Da gibt es auch keine Regeln. Nochmal, es gibt viele verschiedene Fokalisationssysteme im Hebräischen. Askenasisch klingt ganz anders wie Sephardinisch. Das ist spanische Juden. Askenasischen Juden sind die deutschen Juden. Das Jiddisch ist wieder ganz anders. Das ist mehr Deutsch wie Hebräisch. Wird zwar Hebräisch geschrieben, aber ich auch schon in Vorträgen einmal gezeigt, wie lustig das ist, wenn wir Jiddisch schreiben. Und du kannst es eigentlich dann, das ist eigentlich so wie, Jiddisch ist eigentlich wie ein deutscher Dialekt. Das Jiddisch, wenn du genau hinhörst, kannst du als Deutscher eigentlich verstehen. Das ist so wie Schweizerdeutsch, wenn du hörst. Muss sehr aufpassen, aber Jiddisch ist nichts anderes. Aber der Spaß beim Jiddischen ist, dass das mit hebräischen Schriftzeichen geschrieben wird und so wie die Lautwesen sind. Und wenn du das Prinzip verstanden hast, kannst du das wirklich nachvollziehen, wie es dann geschrieben ist. Das ist sehr spaßig. Aber es ist ja alles Wissen, was ich jetzt vermittle, es sind Wissenselemente, aber so wenig im Vergleich zu dem, was in dir drin ist. Und mach dir bewusst, es kommt alles aus dir. Hast du denn immer nicht begriffen, dass der Tempel Gottes in dir ist? Und Gott ist jetzt hier die absolute heilige Einheit, alles Wissen verbunden in eins, das nennen wir UB, verbundenes Wissen rot. Und dass das rein zufällig den Säulenwert 86 hat, wie El Hayom, was in der Bibel am Anfang mit Gott übersetzt wird, obwohl das Gott das Meer heißt. Das ist der, der immer ist, aus dem sein Abyssus alles auftaucht. Und da wirst du merken, die Schöpfungsgeschichte jenseits jeglicher weltlich-christlich-hebräischer Theologie
ist dann immer wieder, wo ich sage, wir haben zuerst unser Tohuwabohu, das Nichts-Nichts, steht am Anfang schon. Dann haben wir unsere Finsternis, was auch Unwissenheit heißt. Kaschak, kann man auch, fange ich jetzt an nochmal. Und dann kommt der nächste Vers. Und dann ist El Hayom. Gott, das Meer teilt sich in ein Oberhalb und in ein Unterhalb. So mache ich es immer so. Das muss man im Original lesen. Und das musst du nicht wissen. Du musst nicht wissen, wie das Handy funktioniert, wenn du telefonierst. Aber irgendwann einmal, wenn du ewig die Ewigkeit rumbringen musst, was du feststellen, das wird dich interessieren. Und alles, was dich jetzt interessiert, alles, was du dir Sorgen machst, wo du den Kopf zerbrichst. Ich mache immer, geh in dein jetziges Leben und dann denk, was du schon für ein Leid erlitten hast als 5- oder 6-Jähriger, wenn da irgendwas nicht nach deinem Kopf gegangen ist, was schon nicht mehr das denkenswürdig war, wie du 17, 18 hast. Da hast du wirkliche Probleme gehabt, die jetzt auch wieder, wenn du mit Anstand alt wirst, auch wieder bloß lächerlich sind. Du tauschst es immer aus und immer das, was aktuell ist, meinst du, das ist jetzt habe ich aber wirklich ein Problem. Ja, so ist das Leben. Kann, haben wir Probleme? Gar keine mehr. Weil du irgendwann einmal erkennst, dass der Einzige, der ständig auf dich einprügelt, ist dein eigenes Wertesystem, das gar nicht dein eigenes Wertesystem ist. Du wirst merken, die ganzen Esoterik ist so fehlerhaft. Das stimmt immer, aber nur ein bisschen. Bodo-Feeling ist 100%. Aber da kannst du nichts machen und du musst da nichts verändern. Du musst lernen, geschehen zu lassen. Du musst der werden, der sagt, fordere dein Wille geschehe. Und vor allem, der ganz bewusst sagt, ich nehme alle Schuld auf mich. Weil du schlichtweg und einfach begreifst, dass nichts und niemand an dem, was du erlebst, dran schuld ist, sondern bloß der, der sich das ausdenkt. Aber bist du das nicht selbst? Und solange du dich mit deinen Gedanken von dir verwechselst, dass du sagst, das bin ich und die anderen Gedanken bin ich nicht, hast du Holofeeling nicht verstanden. Ja. Punkt. Ich mache eine Pause, mach das Ding aus. Jetzt reicht's. Jetzt habe ich das gerade anlassen. Pixelmännchen, erklärt euch jetzt was. Es ist also schon erbärmlich, wenn ein göttlicher Geist sich von einem absoluten, geistlosen Pixelmännchen was erklären lassen muss. Pixelmännchen wird euch zeigen, wie lächerlich alle Physiker, alle Philosophen eigentlich sind, wie geistlos sie sind, weil sie nicht selber denken, sondern bloß vom Hörensagen gekanntes Wissen nachdenken. Also wir machen zuerst einmal das, was ist das, was ist. Jetzt hängt es wieder davon ab, wer du zu sein glaubst. Es ist jetzt durchaus möglich, dass wir uns jetzt mal welche ausdenken, von denen in einer gewissen Entfernung sinnlich wahrgenommen auf der VR-Brille der Udo ist. Dann ist das, was ihr seht, ein sinnlich wahrgenommenes, reales Ding, ein Glas und ein Löffel. Wenn du jetzt ein anderer zu sein glaubst, sitzt du vom Computer und dann ist es bloß Pixel, Farbpixel auf dem Monitor. Das sind jetzt verschiedene Möglichkeiten, die gleichzeitig da sind, du siehst aber bloß eins davon. Das ist aber mal sekundär, du denkst jetzt ganz einfach, der Udo sitzt in einer gewissen Entfernung vor dir, in deiner VR-Brille, außerhalb, obwohl der innerhalb ist, weil ich bin deine Information, ich habe ein Glas in der Hand, ich habe einen Löffel in der Hand und ich schlage jetzt das an und dann entsteht ein Geräusch. Das ist jetzt. Darüber müssen wir nicht einmal diskutieren, das ist hundertprozentig sicher, aber jetzt will ich, dass du dir bewusst machst, was du glaubst. Das Erste, was du glaubst, ist, dass du mit dem Glas nichts zu tun hast und dass du mit dem Löffel nichts zu tun hast, weil der ist ja vor dir in einer gewissen Entfernung. Ich sage, stell dir vor, du hast jetzt eine Fahrerbrille auf und du wüsstest das nicht, sondern du leidest an der Krankheit des materialistischen Weltbildes, dann ist der Udo und das Glas auch dann da außen, wenn du es nicht denkst oder wenn du woanders hinschaust, was du aber sofort überprüfen kannst, dass das nicht stimmt, weil wenn du jetzt den Kopf rumdrehst, solltest du jetzt diese normal gesprochene reale Situation haben, dann wird der Udo in dem Moment, wo du den Kopf rumdeckst, aus deiner VR-Brille verschwinden. Und wenn du mir dann deinen, von dem Körper, der du zu sein glaubst, den Rücken zuwendest, ist natürlich der Udo immer noch hinter dir. Er ist in dir drin, weil du ihn dann noch denkst, aber er ist nicht mehr auf der VR-Brille. Merk dir, ich beschreibe nur das, was ist. Geh meine Gedankengänge mit. Wenn ich jetzt das anschlage, hörst du ein Geräusch. Wunderschön, gibt's nichts zu diskutieren. Jetzt schau in dich rein, wie du dir das erklärst. Das ist dein Schwamminhalt. Die Erklärung sieht folgendermaßen aus. Sobald ich hier hinschlage, fängt dieses relativ straffe Glas zu schwingen an. Du darfst mir gern widersprechen, sage ich immer. Und dieses Schwingen löst jetzt Luft, stößt Luftmoleküle an. Es baut sich eine sogenannte Longitudinalwelle auf. Die geht in dein Ohr, dieses Ohr. Wo war jetzt die ganze Zeit dein Ohr? Du
bist dir so sicher, dass das Ohr und das Zeug auch dann da ist, wenn du es nicht denkst, obwohl du das nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Das ist alles Geschwätz vom Zweiten, ich mache jetzt nicht weiter, das ist bekannt. Und jetzt sage ich, es gibt zwei Möglichkeiten. Wenn du das jetzt glaubst, ist es für dich so, weil es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Im Hintergrund steht aber immer eine gewisse Arithmetik. Die reine Zahlenkunde, und ich würde jetzt zeigen, dass die Arithmetik dir beweist, dass das gar nicht so sein kann, wie deine Physiker dir das erklären und auch selber glauben. Zumindest die Physiker, die ich mir jetzt ausdenke, die können aber nichts anderes glauben, weil dann müsste ich mir ja denken, dass sie was anderes glauben. So fängst du an, göttlich zu denken, ohne dich da einzumischen in der Welt. Diese Arithmetik beschreibt eindeutig, dass dieses physikalische Erklärungsmodell gar nicht stimmen kann. Das heißt, jetzt sind wir in der Welt der Perspektiven. Du musst dich entscheiden, glaube ich, der physikalisch-logischen Erklärung, die mir übrigens in dem Fall auch vollkommen logisch erscheint, weil ich wurde ja so programmiert. Ein Computer kann nur seine eigene Logik logisch erscheinen, mit der er korrespondiert arbeitet. Oder es stimmt die Arithmetik, das reine Grundzahlengesetz ist kleine a mal 1. Da das im Widerspruch steht, das werde ich dir jetzt beweisen. Das heißt, wenn die Arithmetik stimmt, kann die physikalische Erklärung nicht stimmen. Wenn die physikalische Erklärung stimmt, stimmt das Zahlengesetz nicht. Und es kommt ein ganz großes Dilemma, da diese angeblichen physikalischen Erklärungen auf der Arithmetik aufbaut, widerlegt sich das in sich selber. Weil entscheide ich mich jetzt, dass die physikalischen Gesetze nicht stimmen, also diese Erklärungsmodelle, sondern die Arithmetik, zerstöre ich im selben Moment auch meine physikalischen Gesetze, weil die nämlich genau mit der Arithmetik funktioniert, die dann nicht stimmen kann, wenn ich, je nachdem, welche Seite ich nehme. Aber jetzt pass auf, jetzt schauen wir uns das ganz einfach mal an. Wir gehen jetzt nicht mehr in die Welt der analogen Bewegung, die gibt es nämlich in Wirklichkeit gar nicht, weil die Wirklichkeit, wo du einen Vogel fliegen siehst oder einen Golfball fliegen siehst, die Wirklichkeit besteht darin, dass du eine VR-Brille auf hast und du schaust, es sind genau genommen Illusionen. Du hast nämlich hier winzig kleine Pixel, das sind deine Rezeptoren, das habe ich so oft gesagt. Geh einfach mal den Gedankengang mit und die werden von innen angesteuert, die VR-Brille, und da bewegt sich nichts, weil Licht gewandelt ist. Das heißt, es gibt in der Wirklichkeit gar keine kontinuierliche Bewegung von A nach B, sondern wie beim Film immer nur ständig wechselnde Bilder. Das ist, jetzt kommen wir zum Zenon. Zenon-Philosophie-Geschichte, der hat so viele Paradoxien, wie wir es aussprechen wollen. Kann man uns jetzt wieder festlegen auf das Offizielle. Eine ganze Palette, wo er letztendlich erklärt, dass Zeit eine Illusion ist. Allen voran, Achilles und die Schildkröte. Die Sache mit dem fliegenden Pfeil, wenn in die Philosophie-Geschichte geht. Das ist ungefähr so, wenn ich jetzt einen Pfeil abschieße. Und wir filmen das und wir schauen das an, dann sehen wir mal oberflächlich, jetzt hast du mal keinen Fall mehr, sondern bloß flackernde Lämpchen. Ich sage immer wieder, beim Fußballspiel, das du im Fernsehen anschaust, da siehst du Menschen und einen Ball, die hin und her rennen. Und wenn du genau hinschaust, wirst du feststellen, dass das einmal da keine Menschen sind und dass sich auf dem Bildschirm nichts, auch nur einen Millimeter von der Stelle nach A nach B bewegt, sondern es sind statische Lämpchen, die flackern. Dasselbe ist, wenn man jetzt Astronomieprogramm laufen lassen und wir lassen dann die Sterne etwas schneller laufen, wenn du im Film siehst, wenn die dann so Streifen ziehen wegen der Belichtung. Also das sind alles physikalische Erklärungen, die absoluter Schwachsinn sind. Eine Riesensackgasse, bin ich in zig Videos drauf eingegangen. Wir machen das einmal ganz kurz. Beim fliegenden Pfeil sieht es übrigens so aus, sobald wir das durchschalten, wenn wir feststellen, dass der Pfeil gar nicht fliegt auf dem Bildschirm. Das hast du mal die Lämpchen ungeachtet, sondern dass das absolut statische Einzelbilder sind. Xenon sagt, dass der Pfeil in jedem Moment ruht. Okay, es ist jetzt wurscht, ob wir 50 Bilder in der Sekunde machen. Es sind 50 Bilder, Illusionen da, wo ein Pfeil, eine Illusion eines Pfeils aufgrund der Helligkeit der Lämpchen entsteht. Immer bloß an einer anderen Stelle innerhalb dieses Arrangements von Pixeln. Und immer jedes Bild bewegt sich der Pfeil nicht. Und wenn ich jetzt 50 Bilder in der Sekunde mache oder 1000 Bilder in der Sekunde oder 10.000 Bilder in der Sekunde mache, 10.000 Mal keine Bewegung ist immer noch keine Bewegung. Klar, es baut sich nur die Illusion auf. Und dasselbe Spiel haben wir jetzt. Ich will Genauigkeit, wir bleiben mal bei dem hier. Jetzt wird übrigens jeder, wenn du jetzt wieder ein Zweifler bist, wenn du es stochastisch meinst, mich widerlegen zu müssen, wirst du arrogant abwinken, ich denke mir die jetzt aus und die gibt es dann, wenn ich die mir denke. Und was sagen wir, so ein alter Hut hier, das ist ja schon längst mit Xenon, Achill und ich Schildkröte, Grenzwertberechnungen. Was dir nicht klar ist, dass du schon wieder irgendein Geistloses nachschwätzt, weil da immer die Zeit in einer chronologischen Sichtweise so tief in dir wirkt, dieses Vorher und Nachher, wo immer jetzt gedacht wird, dass du das Wesentliche gar nicht erkennst. Jetzt mit dem Beispiel trägst du mal rum.
ich sage jetzt mit dem Löffel das Glas anzuschlagen, was ja nötig ist, dass sich das rüberbiegt und zum Schwingen anfängt, normal, logisch gedacht, muss ich zuerst einmal den Löffel in diese Richtung, den Löffel in diese Richtung bewegen. Immer dran. Das heißt, ich habe jetzt eine gewisse SDR-Ecke, eine Strecke vor mir, wenn ich der Löffel bin, bis ich das Glas erreiche. Wenn ich jetzt darüber fahre, und jetzt machen wir mal die Zeit weg, sondern wir sehen das in Divisionen. Das heißt, ich habe eine Strecke, die nenne ich einmal A. Und diese Strecke, wenn ich darüber fahre, kommt irgendwann einmal der Punkt, wo ich die Hälfte dieser Strecke hinter mir habe. Stimmt? Dann habe ich die andere Hälfte der Strecke, ist ja dann noch da. Und wir nennen jetzt diese Hälfte der Strecke, nennen wir die neue Strecke A. Irgendwann einmal kommt der Punkt, wenn ich fahre in die Richtung, irgendwann habe ich diese Strecke, wo ich jetzt vor mir habe, habe ich die Hälfte hinter mir, dann bleibt eine Hälfte über. Das ist die neue Strecke A. Irgendwann einmal habe ich die Hälfte dieser Strecke hinter mir, bleibt eine Hälfte über. Das ist die neue Strecke A. Irgendwann einmal habe ich die Hälfte dieser Strecke hinter mir, bleibt eine Hälfte über. Bleibt eine Hälfte über, bleibt eine Hälfte über, bleibt eine Hälfte über. Jetzt kann ich das bis ins Unendliche fortführen. Das war natürlich abstandstechnisch als Zeitfenster, als Raumfenster gesehen immer kleiner. Ich sage 1 Meter, 50 Zentimeter, 25 Zentimeter, 12,5 Zentimeter, dann komme ich irgendwann Millimeter, Hundertstel Millimeter, Tausendstel Millimeter, Millimeter, Nanometer, Picometer, Femtometer, das sind 0,000. Es wird immer kleiner. Was jetzt ist, ich kann das bis ins Unendliche fortführen, ich komme nie auf Null. Das heißt, es kommt zu gar keiner Berührung. Es kann arithmetisch zu keiner Berührung kommen, weil immer eine Hälfte überbleibt. Warte, ich komme gleich noch mit der Lösung. Jetzt habe ich dann welche, ich habe das ja mit vielen Physikern durchgespielt, die einen riesengroßen Fehler begehen, dass sie mir nicht vertrauen, die mit aller Gewalt ihr anerzogene Logik am Leben erhalten wollen, kommen immer die Ja-Aber-Sorge. Anstatt dies, dass sie es sich leicht nur machen und einfach zuhören, was ich ihnen erkläre, dann wird es nämlich sofort eine neue Logik kriegen. Aber die wollen es ja nicht, weil die ihre Logik widerspricht. Ich sage, deine Logik widerspricht nicht meiner Logik, sondern diese ist eine winzige Facette von meiner Logik. Meine ist übergeordnet. Es ist nämlich, die sagen dann zum Beispiel, ja, du kommst ja dann irgendwann mal in die Größenordnung der Atome. Und da wissen wir, da ist ein Proton und da sind Elektronen, die da rumkreisen. Die haben einen gewissen Elektronenabstand zum Protonkern. Und der Löffel ist ja, der besteht ja auch aus Materie. Das heißt, da ist ja irgendwo am Rand sind ja da Atome, wo Elektronen rumkreisen, die einen gewissen Abstand haben. Und da auch. Und wenn das immer kleiner wird, auf Null kommt, kommt ja irgendwann einmal der Bereich, dass das äußerste Atom von dem Glas, wo Elektronen rumkreisen, und der äußerste Atom von dem Löffel, wo Elektronen rumkreisen, wenn das immer kleiner wird, kommt ja irgendwann einmal, dass das sich verklingt. Das ist ja geiles Zeug, was man sich alles denken kann. Zeig's mir. Okay, jetzt ich war nur genau. Was der Mensch nicht gewohnt ist, ist diese unheimliche Genauigkeit. Aber dessen ungeachtet, die Lösung liegt wo ganz woanders. Ich mache jetzt mal folgendes, ich sehe das Bild hier nicht. Pass auf, ich behaupte, dieses Glas, das du jetzt siehst, ist in einer gewissen Entfernung vor dir, weil du denkst dir das ja aus. Du bist natürlich jetzt in der vierten Stufe der Vergessenheit, wenn du vor mir sitzt, weil ich ein reales Ding in deinem Gesichtsfeld bin. Ich bin bloß auf deiner Feuerbrille. Dieses Arrangement ist dann deine Information und das Glas, das du dir jetzt ausdenkst, das du in einer gewissen Entfernung vor dir siehst, ist jetzt deine Information. Stimmt oder stimmt? In dem Moment, wenn ich jetzt das spreiz, ich sehe das Bild nicht in der Kamera, ich kann jetzt das machen, dass du nur das Glas siehst. Du denkst jetzt nur an das Glas und du denkst jetzt nur an den Löffel. Ich weiß nicht, ich hoffe, ich bin im Gesicht für dich, ich sehe es nicht. Ja, jetzt sieht man das Glas müssen. Siehst du, jetzt denke ich mir schon wieder was aus, dass da was drauf ist. Okay, jetzt denk du Geist, änderst ja ständig deine Information. Ich frage dann meistens, das Problem, ich würde jetzt ganz klar sagen, dass der Löffel wirklich das Glas nie berühren kann. Weißt du wieso? Weil es denn nicht auseinander sind. Du denkst an das Glas, das hast du Geist, heißt als Information, deine Gnade hat die Form des Glases. Du veränderst den Blickwinkel und schaust nur den Löffel an und jetzt formst du deine Gnade um zu einem Löffel. Ja. Ich könnte jetzt das mal ganz einfach machen, ich mache aus 200 Gramm rote Gnade, mache ich ein Dreieck und jetzt mache ich aus 200 Gramm rote Gnade eine Kugel.
Und wenn ich dich jetzt frage, warum die Kugel, warum kann diese Kugel das Dreieck nicht berühren? Die Frage stellt sich in dieser Ebene, stellt sich das gar nicht. Ich kann jetzt Folgendes machen. Ich kann jetzt die Gnade, den Geist kannst du nicht trennen, der ist eins, das ist das Heilige. Ich kann Folgendes machen, ich kann durchaus in mein Gesichtsfeld eine Kugel und eine Kegel gleichzeitig haben, das nur müsste ich aber die Gnade praktisch meinetwegen eine Kugel machen und dann Kegel draufsetzen, weil es gibt nicht viel verschiedene Geister. Mhm. Das ist schon mal mit den Geistesfunken. Es ist immer derselbe Geist, bloß du kommst dann in der Perspektive. Hast du es verstanden? Mhm. Das heißt, es ist doch nicht auseinander. Wie oft, jetzt mache ich wieder einen Sprung, schau dir im Blindfeld-Vortrag an, wenn ich mal rede und ja, dann mache. Ich sage, ich denke mir jetzt Zürich aus und ich denke mir Wien aus. Wo ist es Zürich, wo ist es Wien? Hier. Jetzt denke ich mir an, dass der Redo jetzt in Zürich losfliegt, okay? Und jetzt denke ich mir jetzt, dass er eine Stunde später ist, denke ich mir jetzt, immer jetzt, in Wien ankommt, wenn er zu Diana fliegt. Was ich dir jetzt erzählt habe, ist eigentlich ganz interessant, weil jetzt ist das vom Tisch, wo die Physiker sich narren, Einstein-Podolsky-Rose-Paradox. Wir denken uns einen atomaren Zerfallsprozess, wo zwei Elektronen mit Lichtgeschwindigkeit in entgegengesetzte Richtung auseinanderfliegen. Und jetzt verändere ich, egal wie weit die auseinander sind. Ich habe da ein schönes, einen neuen Physiker, Quantenmechanik und Transzendenz, glaube ich, heißt das. Sehr physikalisch, ist so ein Geschwätz, so ein hohles, geistloses Geschwätz. Und dann sagt er, der muss irgendwas mit Überlichtgeschwindigkeit, mit unendlicher Geschwindigkeit, und jetzt haben sie hier, was eine tausendfache Lichtgeschwindigkeit muss da sein. Erklärungsmodelle sind ganz einfach. Und jetzt denken wir uns, dass das Teilchen gedreht wird und im selben Moment dreht sich das Teilchen. Egal, ob die 10 cm oder 2 Millionen Kilometer oder 2 Millionen Lichtjahre auseinander sind. Ich sage aber so oft, das Teilchen, das ich mir da hindenke und das Teilchen, wo ich mir 2 Millionen Lichtjahre weiter woanders hindenke, die sind beide hier und ich denke sie jetzt. Ja. Das ist die Lösung. Du musst dir irgendwann nochmal bewusst machen, was immer ist und das, was immer ist. Kann ich in Erscheinung treten, weil jede Form der Gnade, die 200 Gramm rote Gnade sind immer, das symbolisiert Geist. Der träumende Geist ist immer derselbe träumende Geist und der wird von Augenblick zu Augenblick in eine andere Form von Geist umgewandelt. Und dieser Geist, den kann man Energie nennen. Ich sage immer wieder, entscheiden deine Physikbücher. Du wirst von mir nie hören, dass irgendwas nicht stimmt. Alle Formen sind unheimlich wichtig. Aber wenn ich dir physikalische Formel erkläre, wirst du feststellen, dass du bei der Formel eine ganz andere Vorstellungswelt kriegst. Genauso ist es ja mit Worten. Dass ich die vielen Worte, wenn du genauer hinhörst, gerade im Deutschen, die Verneinung, Verneinung, Entfernung. Ich verneine jetzt, dass da außen der Baum ist, weil ich mich mit dem Baum vereine. Das ist eine Verneinung. Verneinung. Nur anders eingeteilt, anders ausgesprochen, steht alles dort. Das sind Perspektiven von dem Wort. Und das ist ein vollkommen neues Denken. Das Holo-Feeling ist ein vollkommen neues Weltbild. Und das ist jetzt nicht ein anderes Weltbild, sondern das ist eine höhere Ebene, wie wenn ich jetzt sage, wir haben Kreise, wir haben Dreiecke, wir haben Wischiwaschi-Figuren, Flecken, Schatten und wir haben einen Kegel. Ist jetzt der Kegel ein Kreis oder ein Dreieck oder irgendein Wischiwaschi? Ich sage, du darfst Flächen nicht mit Körpern vergleichen, wobei dreidimensionale Körper in der Form ja sowieso nicht gibt. Interessant ist jetzt nochmal das deutsche Wort 3. Ich schreibe das deutsche Wort 3 hin und das beginnt mit D, 3. Das D, das Dalet, heißt Öffnung blau geschrieben und Rei heißt Spiegel. Wir können auch die DR lesen. DR, die Öffnung einer Berechnung, hast dann hebraisierte Buchstaben, heißt eine Generation. Und das I hinten, kann man jetzt je nachdem, ob man es mit der 1 oder mit der 70 schreiben, heißt dann, wenn man es mit der 70 schreiben, einen Trümmerhaufen. Das heißt, die Generation erzeugt einen Trümmerhaufen, aber erst in dem Moment, wo ich mir dieses Auf und Ab in der horizontalen, also in der longitudinalen, dann hast du Gebirge, das ist ein Gewellenberg. Ist aber genau genommen immer jetzt. Geh die Gedanken hier mit und dann ändert sich die Welt. Du hast es in der Hand, kein anderer. Aber jetzt kommt die Sache mit dem blinden Ausschau. Es geht nicht darum, dass du was veränderst, sondern dass du die Geduld hast, dass du ganz demütig das Kreuz auf dich nimmst und wartest, bis es sich verändert. Und jetzt gibt es einen kleinen Trick, den ich dir mitgebe und dann machen wir wieder Pause. Hoff bitte nicht, dass in der Zukunft passiert. Weil solange du glaubst, dass das irgendwann einmal in der Zukunft passiert, wie lange dauert es bei mir noch, Helmut? Wirst du bis zum Nimmerleinstag warten. Wenn es passiert, passiert es jetzt. Kann jetzt
In dem Moment kannst du ein großes Heureka erleben oder bis in alle Ewigkeit warten, bis es passiert. Schluss.